Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Garnicus Podcasts. Und ich freue mich heute so. Wisst ihr warum? Weil dieses gute Stück, das Somnia, endlich wieder auf Lager ist in beiden Geschmacksrichtungen. Limette Holunderblüte und Passionsfrucht Vanille. Das heißt, wir können endlich alle wieder besser schlafen, schneller einschlafen, besser durchschlafen. Ihr kennt das Spiel. 16 aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe. Das ist ein gutes Stichwort, denn ich empfehle euch, dieses Mal wirklich auf Vorrat zu bestellen. Warum? Weil das Somnia ein letztes Mal, also jetzt dieses Mal, mit exakt der gleichen Formulierung produziert wurde. Wer wissen will, warum, was sich geändert hat, Spoiler, es wird nicht schlechter, der sollte unbedingt in der letzten internen Episode vorbeischauen. Da erklärt Marcel nämlich wie, wo, was, weshalb, warum. Aber wer genau diese Formulierung haben möchte, der sollte jetzt zuschlagen. Schaut euch den Link in der Bio an, klickt drauf, ihr landet direkt im Shop. Gönnt euch unbedingt euer Schlafsupplement. Das ist der Shit. Wir lieben es alle, ihr wisst Bescheid. Zuschlagen lohnt sich. Und jetzt rede ich nicht länger und wünsche euch ganz viel Spaß beim Podcast. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Garnicus Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Garnicus. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Garnicus Podcasts. Ich habe mir heute auf vielfachen Wunsch und natürlich auch aus Eigeninteresse mal wieder den Roman Fritz eingeladen. Vor allem ihr hattet quasi dauerhaft Bock drauf, seitdem er damals gleich zweimal recht schnell hintereinander zu Gast war. Die Möglichkeit war da, ist wieder da und dann haben wir es direkt fix gemacht. Roman, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen zurück im Garnicus Podcast. Hey Mann, freut mich, dass ich mal wieder dabei bin. Ist ja jetzt schon eine Zeit lang her, aber jetzt bin ich erreichbar und ja, zu jeder Zeit. Ja, ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Es kamen wie gewohnt bei dir sehr viele Community-Fragen rein und ich habe mir auch die ein oder andere selbst überlegt. Es wird also heute wieder stellenweise vielleicht Q&A-Charakter bekommen, also seht's mir nach, wenn das jetzt nicht maximal durchdacht ist, das Konzept heute. Ich mache das ja für euch, sonst kann ich den Roman auch anrufen und dementsprechend will ich so viel wie möglich von eurem Input einfließen lassen. Was denkst du denn selbst, Roman, ist der Grund, dass die Leute ein dermaßen gesteigertes Interesse an dir haben? Die Anzahl an Fragen spricht tatsächlich für sich und das ist nicht bei allen so, das kann ich dir definitiv sagen. Cool. Ja, freut mich erstmal. Der Grund ist schwer zu sagen. Ich vermute, ich heb mich so von der ganzen Masse ein bisschen ab, weil ich immer ehrlich meine Meinung sag und die teilweise kontrovers ist. Und das ist interessant, würde ich sagen. Hast du dir manchmal auch schon überlegt, deine Meinung nicht mehr so geradeaus zu sagen, um dir vielleicht den ein oder anderen Vorteil nicht wegzunehmen? Ich sag ja meine Meinung nur, wenn ich danach gefragt werde. Es ist ja nicht so, dass ich einfach ungefragt irgendwelche Leute bewerte oder Reaction-Videos mache auf irgendeinen Schwachsinn, so wie manche. Aber wenn halt jemand sagt, hey Roman, was hältst du von bla bla bla? Oder hey Roman, was sagst du zu dem und dem? Oder die fragen mich eine persönliche Frage, dann sage ich halt eine ehrliche Antwort. Oder ich sag gar nichts. Und meistens sind diese ehrlichen Antworten, die sich heutzutage niemand mehr traut zu geben, sind sehr gefragt, sag ich mal. Du wirst ja selbst auch gerade aufgrund eures eigenen Podcasts mittlerweile und ja insgesamt auch sehr viele Fragen bekommen. Welche Fragen nerven dich am meisten? Ich muss sagen, am meisten nerven mich Fragen, die man einfach bei Google eingeben kann. So wie zum Beispiel, was machen BCAAs? Nee, komm, ist doch keine Frage. Also es ist doch, weißt du, sei mal ein bisschen kreativ so. Oder zum 100. Mal, was macht Boron?
kann man auch selber nachschauen. Und dann halt immer, was war dein krassester Stack? Was war, denk ich, oh Mann, das Thema ist so langweilig. Jeder macht das Gleiche. Das ist wie wenn man zum 100. Mal fragt, wie viel Protein soll ich am Tag essen? Da gibt's halt so eine Richtlinie und manche machen ein bisschen mehr, manche machen ein bisschen weniger. Aber im Grunde machen alle dasselbe. Die essen so 3 Gramm pro Kilo, sag ich mal. Mhm. Und immer halt diese Fragen, die so redundant sind, die irgendwann halt langweilig werden. Wie ist jetzt allgemein so dein Befinden in der Vorbereitung? Hast du eine merklich kürzere Zündschnur im Vergleich zu sonst, gerade wenn auch solche komischen Fragen reinkommen? Nein, muss ich sagen, überhaupt nicht. Ich habe ja nie Hunger. Egal ob. Also in der Vorbereitung ist dann angenehm, teilweise. Es gibt so Phasen, wo es ganz angenehm ist. In der Offseason ist man halt immer nur Weihnachtsessen-mäßig vollgestopft. Also den ganzen Tag. Da ist man mehr so träge. Und ich persönlich, das sich über irgendwas aufzuregen, vor allem über andere Menschen, verbraucht mir zu viel Energie in meinem Leben. Ich habe selber Probleme mit denen, also die ich lösen muss, so halt, die man halt so hat im Alltag, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Und wenn ich mich dann noch aufreg über so Fragen, dann ist es zu viel. Das Einzige, es ist absolut amüsant teilweise. Und dann gebe ich halt so zynische Antworten. Es gibt, glaube ich, ein buddhistisches Sprichwort, das heißt, Ärgernis über andere Menschen ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere dran stirbt. Ja, genau, das passt sehr gut. Das ist einwandfrei. Ja, ich habe mir das auch abgespeichert, weil du kannst die anderen Menschen nicht verändern, deswegen kannst du bloß deine Reaktion drauf verändern. Und es macht absolut keinen Sinn, sich mehr aufzuregen. Das wäre echt eine Frage gewesen, die ich hier auch auf dem Zettel habe, ob du überhaupt jemals Hunger hast bei den Mengen, die du isst. Im Aufbau ähnlich, hast du schon gesagt, aber in der Diät ist es immer noch so viel, dass du den ganzen Tag quasi hungerfrei durchs Leben gehen kannst. Also das Niedrigste an Kohlenhydraten, was ich machen musste dieses Jahr, oder nicht musste, habe ich halt gemacht, 650. Und Protein ist 500 immer. Fett bin ich ja immer so auf der niedrigen Seite. Eigentlich nur, was in den Nahrungsmitteln drin ist. Ich nehme halt Omega-3-Ergänzungen dazu. Aber 650 Kohlenhydrate und 500 Protein, das essen ja manche in der Offseason nicht. Manche nicht mal. Ja. In der Offseason war es jetzt durchgehend, für alle, die das interessiert, also ich habe so Mitte Dezember angefangen bis April jeden Tag 1200 Kohlenhydrate und auch 500 Gramm Protein. Ein Tag in der Woche esse ich, was ich will. Und wenn ich da meine Kalorien ausrechne, ist es nicht mal annähernd so viel, wie ich an den anderen Tagen esse. Das mache ich dann immer auch, wenn ich an einem freien Tag, da esse ich, was ich will. Und dann komme ich nicht mal auf die Hälfte von den. Machst du das in der Diät auch so? Ja, dann mache ich auch einen Tag essen, was ich will. Also heute ist quasi so ein Tag, hast du trainingsfrei und da isst du, worauf du Bock hast. Das hört sich jetzt so sehr verführerisch an, aber du bleibst schon relativ clean. Wie sieht das aus? Ja, also teilweise esse ich dann schon was. Also das Ding ist, ich esse halt immer, was nötig ist. Heute zum Beispiel, ich habe kein Gewicht verloren, das passt alles. Da esse ich sehr wenig, muss ich sagen. An anderen Tagen, auch so, ich sag mal unter der Woche, da rutscht mir dann das Gewicht ab, aus welchen Gründen auch immer. Weil ab und zu, da dreht mein Stoffwechsel einfach durch. Und dann muss ich irgendwas essen, um das wieder aufzuholen, was dann auch eigentlich, also immer eigentlich,
Das ist dann so Eis und Kekse und so Zeug. Das ist immer so meine Nahrungsmittel der Wahl. Mhm. Mach ich auch mit Absicht, muss ich sagen, gell? Weil ich glaube, wenn man zu lange keine Laktose und kein Gluten und so isst, dann verlernt der Körper das zu essen. Ja, das heißt, ich esse auch heute Abend, mache ich mir wieder so Pancakes und so mit Mehl und alles und vielleicht irgendein noch ein Milchprodukt dazu, damit ich zumindest einmal in der Woche, damit mein Körper zumindest einmal in der Woche sieht, ah okay, hier Milchzucker, Gluten kommt noch oft rein. Ich muss die Enzyme noch produzieren und auf Lager haben, sodass ich nicht verlernen, das zu verdauen. Mhm. Hat mir das eigentlich jemals angesprochen, was du glaubst, was der Grund dafür ist, dass dein Stoffwechsel so feuert? Du bist jetzt mittlerweile auf einem trainingsfreien Tag, das hast du auch nicht immer gemacht, glaube ich. Was ist der Grund, dass du so viel essen kannst im Vergleich zu anderen Leuten? Also ich trainiere ja zweimal am Tag, aber das mache ich schon immer. Der Unterschied zu anderen Leuten ist erstmal, dass ich konsequent esse und nicht so wie manche, die lassen mal was aus, die sind halt inkonsequent in ihrer Mahlzeitenfrequenz. Und das geht natürlich jetzt schon über mehrere Jahre. Ich habe das langsam so aufgebaut. Man kann so einen Stoffwechsel so hoch trainieren. Das mache ich auch immer mit Leuten im Coaching. Die kommen und essen natürlich total inkonsequent und nicht so richtig nach Plan. Dann räumen wir erstmal auf und dann wird es so langsam schrittweise erhöht. Ich kommuniziere halt mit denen und immer wenn die merken, sie haben Hunger, dann machen wir so, was weiß ich, 10% mehr Kohlenhydrate. Mhm. Und beim nächsten Mal 10% mehr Protein insgesamt. Und dann mit der Zeit kriegt man die Leute auf immer mehr Kalorien, immer eine größere Kalorienmenge am Ende des Tages. Und die werden aber nicht fetter dabei. Es wird nur alles angekurbelt. Und so, aber da muss man konsequent sein. Man kann dann nicht auf einmal wieder locker lassen und McDonald's gehen und dann einen Tag nichts essen, um das auszugleichen und dann wieder extra Cardio machen und so. Man muss das so wirklich konsequent durchziehen und dann schaukelt sich das so hoch wie so ein Schneeball, der den Berg runterrollt, der immer größer wird und größer wird. Mhm. Könnte man im Umkehrschluss dann sagen, wenn ich mal meinen McDonald's-Ausrutscher habe, ist es auf jeden Fall nicht clever, am nächsten Tag dann zwei Mahlzeiten auszulassen, sondern einfach weiter drauf zu feuern, wenn ich das schon mal aufgebaut habe, so einen Stoffwechsel zu haben, weil er sonst wieder irgendwann direkt sagt, ich mache weniger. Ja, würde ich sagen. Also auf jeden Fall. Du kennst ja die Leute, die haben dann so einen Ausfall und dann fasten sie den nächsten Tag halb. Drei Stunden Cardio. Ja, genau. Der Tag danach ist dann auch wieder im Arsch, weil sie und so. Und dann, das ist kein, da steckt keine Konsequenz dahinter. So. Also man muss dabei bleiben und das durchziehen. Und dann fährt man das langsam so hoch. Eigentlich ist es die ganze Zeit, es fängt optimalerweise nach einem Wettkampf an, wenn man richtig in Form ist. Und dann macht man dieses neue Modewort der Reverse-Diät, ja. Aber so funktioniert das Ganze im Grunde, dass man halt langsam ab und schrittweise das so erhöht und dann auch nie den Körper mit irgendwas überlastet. Ja. Kannst du das auf irgendein bestimmtes Jahr datieren, wann du das letzte Mal eine oder vielleicht sogar mehrere Mahlzeiten verpasst hast? Muss lange her sein, wenn du so überlegst. Ja, also ich sag's dir, also wirklich lang. Höchstens mal so, wo es dann oft durcheinander gekommen ist, wenn ich so lange Flugreisen hatte nach USA und plötzlich sitzt du 8 Stunden im Flieger und dann ist Tag und dann ist wieder Nacht und dann, da kommt es halt, weil in Las Vegas ist dann die Zeit anders, bei Mr. da kommt schon mal was durcheinander.
Aber sobald ich wieder nach Uhrzeit lebe, weil ich stelle mir dann einfach die Uhr auf die Uhrzeit, die jetzt da ist, und dann geht's von da an weiter, ja, egal ob Jetlag oder nicht, dann läuft's ja wieder. Aber nur bei solchen Ereignissen verpasse ich irgendwas. Aber nie, dass ich mir denke, oh, ich lasse jetzt das aus. Ich muss aber sagen, in der Offseason, wenn ich so richtig viel esse, da sitze ich bei der letzten Mahlzeit schon manchmal so da und dann ist noch so ein bisschen Reis auf dem Teller, weil schon so eine Handvoll, und dann denke ich mir, ach, scheiß drauf, passt schon. Also das, dann ist es halt jetzt heute 50 Gramm Reis wenig. Also weil, aber pürierst du mal? Nein, pürieren halte ich für einen sehr großen Fehler. Mhm. Die Leute, die das nämlich, also die das pürieren, die vergrößern, also du musst überlegen. Du pürierst da dein Hühnchen und deinen Reis, keine Ahnung, wie viel du halt isst, schüttest ewig viel Wasser rein, schäumst es dann auf, ja, da kommt ganz viel Luft mit rein, dann trinkst du das runter. Das heißt, das Volumen der Mahlzeit hast du dann locker erstmal verdoppelt. Ist ja klar, mit der ganzen Luft und dem Wasser und so. Dann hast du doppelt so viel im Magen wie normalerweise. Und durch dieses Verdünnen mit dem Wasser verdünnst du auch die Magensäure. Das heißt, die Aufenthaltszeit im Magen der Mahlzeit ist viel größer, als wie wenn du sie einfach gekaut und gegessen hättest. So. Deswegen halte ich Pürieren für nicht ratsam. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche unterschiedliche Stufen von Pürieren. Sagen wir, du machst es jetzt in so einen Food Processor und der macht es so wie Babynahrung. Ja, also das Fleisch ganz weich, so genau, gulaschfasrig. Genau, ja. Dass man es noch nicht trinken kann, sondern dass es halt so ist wie Babynahrung. So, ja. Dann würde ich sagen, ist okay. Aber sobald es so trinkbar ist und plötzlich, und du musst da so einen Shakerbecher voll Flüssigkeit mit runterschütten, funktioniert nicht. Macht's schlimmer. Macht's für deinen Magen anstrengender. Und man muss ja sagen, dass der Verdauungsprozess schon im Mund beginnt durchs Kauen. Da werden ja durch den Speichel Enzyme freigesetzt. Und das umgehst du ja auch, weil du, keiner hat das ja dann im Mund und macht es so hin und her, so komisch, weil es ist ja ekelhaft, dieses Hähnchen mit Reis dann irgendwie im Mund zu behalten. Das heißt, du äckst es runter und es hat diese Vorstufe an Verdauung gar nicht. Ja, also wenn du mal allein überlegst, allein das Volumen des Shakes, den du dir machst, das schießt dich ab. Ja. Wie sieht bei dir aktuell so ein Tag in der Vorbereitung aus, von morgens bis abends? Der ist ja wahrscheinlich sehr strikt durchgetaktet, weil du auch sehr viel essen musst in der Diät noch. Ja, morgens mache ich halt, ich gehe so auf dem Laufband, 30 Minuten. Also pass mal auf, das Allerwichtigste. Nachdem ich aufgestanden bin, das Erste, was ich mache, ist, ich trinke 1 Liter Wasser. Pures Wasser. Keine EAAs, keine Supplements drin. Und dann und halt eventuell Supplements, die man nüchtern nehmen muss, so Kurkumin und so Zeug. Wobenzym, sowas, was halt auf nüchternen Magen am besten wirkt. Dann gehe ich halt aufs Klo. Dann mache ich mir Kaffee. Den trinke ich beim Gehen. Und dann gehe ich halt auf dem Laufband ohne Steigung, 3,5 km/h, guck mir YouTube-Videos an. Dann mache ich Vakuumübung und Bauch. Bereite schon mal vor, was ich heute trainiere. So die Maschinen und so, mache schon mal Gewichte drauf, alles unten. Ja. Dann gehe ich rauf und dann mache ich meinen Pre-Workout-Drink. Ich mache ja so Intra und Pre. Also ich esse keine feste Nahrung,
sondern das ist erstmal halt Whey-Protein-Isolat mit Clusterdextrin, paar so Kelloggs drin, dass auch ein bisschen was Festes dabei ist, weil das Clusterdextrin geht ja ziemlich schnell durch. Das trinke ich und dann trinke ich das andere, also zwei Drittel, und dann mache ich einen neuen Shake, da ist dann kein Kelloggs mehr mit drin. Und das trinke ich während dem Training. Mhm. Dann nach dem Training ist halt die erste feste Mahlzeit, dann schlafe ich, dann ist die nächste feste Mahlzeit, dann schlafe ich, dann mache ich wieder einen Pre-Workout-Drink, Intra-Workout-Drink, trainiere nochmal, dann wieder feste Mahlzeit, dann lege ich mich wieder hin, esse wieder und dann nochmal dasselbe und dann gehe ich ganz ins Bett. Mhm. So ist der Ablauf. Natürlich kann ich, dazwischen sind halt, da muss ich mal halt mal zum Einkaufen gehen oder ich räume hier irgendwas auf, so Zeug, oder ich mache ein Personal Training mit irgendwelchen Leuten. Geht dann halt aber genau 2 Stunden und ich sage zu denen auch, pass mal auf, wir fangen um so und so viel Uhr an und um so und so viel Uhr ist zu Ende. Ja. Das morgens mit dem Laufband, das machst du, würde ich jetzt mal sagen, einfach aufgrund der Anregung der Peristaltik, der Darmbewegung, dass du aufs Klo kannst, oder? Absolut. Ich schwör's dir, ich mach halbe Stunde. Kenn ich, ja. Manchmal ist es schon so, dass ich nach 10 Minuten denke, boah, fuck. Weil dann fängt auch der Kaffee an zu wirken und ich merke richtig, wie das Wasser so durchläuft, gell? Und dann nach einer halben Stunde muss ich auf jeden Fall ganz krass aufs Klo. Und dann ist so Darm-Reset, alles ist leer. Dann mache ich, wie gesagt, mein Vakuumübung geht dann auch viel tiefer. Und mein Bauchtraining und dann geht's halt los mit dem Tag. Aber seitdem ich das mache, ist wirklich viel besser. Jetzt hast du super viele Angewohnheiten, sehr viele Muster, alles einprogrammiert in deinem Alltag. Welchen Ernährungstipp würdest du denn einem Otto-Normalmenschen geben, um sein Leben wirklich schlagartig zu verbessern? Du kriegst ja sicher auch von Menschen Fragen, die jetzt nicht den Lifestyle leben, den du lebst, aber es gibt sicher so Quick-Fixes, wo du sagen würdest, ja, wenn du das machst und du das integrierst, das macht dein Leben besser. Grundsätzlich, wenn man einen Plan hat, an den man sich hält, ist man am Ende des Tages freier. Auch so mit, da ist nicht nur Ernährung, sondern auch so mit Arbeit und alles. Du kennst es bestimmt. Du sagst dir, heute muss ich das und das erledigen. Wenn du aber nicht so wie jetzt, ich habe ja diesen Plan, weißt du, ich stehe auf, mach das, gehe ins Training, danach habe ich Zeit. Und da weiß ich, okay, in den 2 Stunden, wenn ich irgendwas erledigen muss, passiert es dann. Ja? Oder ich schlaf. Das ist so die, sind immer so die Alternativen. Wenn ich nichts zu erledigen habe. Und du kennst es, und da passiert es auch. Ja, da findet es statt. Da hat man dann wirklich den Plan, okay, jetzt von 14 Uhr bis 16 Uhr wird das und das erledigt. Und wenn man das alles so geplant hat und man weiß, am Abend vorher, morgen ist das und das der Plan, dann passiert es auch und man zieht es durch. Und man ist nicht so, dass einem am Abend um 9 noch einfällt, oh, ich habe noch gar nicht das gemacht und oh, das muss ich noch machen und bla bla bla, schon so. Dann macht man es entweder gar nicht mehr, weil es schon so spät ist, oder man macht es noch so schnell, muss dann deswegen länger aufbleiben, ist am nächsten Tag müde und so. Das heißt, wenn man plant, ist man freier. Obwohl man einen Plan hat, an dem man sich halten muss, ist man dann am Ende des Tages freier. Verstehst du? Weil auch wenn du jetzt alles schon erledigt hast, dann weißt du, heute Abend kann ich noch 2 Stunden Netflix anschauen oder sonst irgendwas. Und oft ist es halt so, wie gesagt, du vertrödelst dann den ganzen Tag so, guckst bei Instagram rein, hast am Ende 8 Stunden Bildschirmzeit auf Instagram, ja, weil du nur so durchgescrollt bist, hast nichts erledigt und dann am Abend fällt dir so,
oh Gott, ich habe das und das vergessen, das muss ich noch machen und oh, das steht auch schon seit 3 Tagen rum und sowas. Ja. Was war also ganz speziell, ja, das ist Plan auf jeden Fall wichtig. Planung macht frei. Na, Planung macht frei. Was waren denn ganz speziell deine Erkenntnisse aus der letzten Wettkampfsaison und was machst du demnach jetzt anders, wenn du was anders machst? Ich mache nichts anders, ich sag's dir. Es ist nur ein bisschen schlecht gelaufen letztes Mal. Aber ich mache im Grunde nichts anders. Bin vielleicht noch ein bisschen selbstbewusster, was meine Entscheidungen betrifft. Also ich muss überhaupt niemanden mehr um eine zweite Meinung fragen, außer meine Frau. Ab und zu, da sage ich so, hey, was hältst du von dem und dem? Aber ich zum Beispiel, so, es gab früher noch so Zeiten, wo ich jetzt mal irgendjemand gefragt habe, hey, was denkst du über das und das? Oder halt einfach mich so mit so Bekannten unterhalten habe über Themen so. Und sowas mache ich von mir aus, also wenn es von mir ausgeht, jetzt absolut gar nicht mehr. Ich ziehe so mein Ding durch, ich weiß, was funktioniert und was die anderen machen, interessiert mich auch gar nicht. So. Also wenn dann das Einzige, wenn sich was geändert hat, dann bin ich selbstbewusster. Aber ansonsten nicht viel. Haben dich gerade die Wettkämpfe in Italien und ich glaube Rumänien noch souveräner, noch ruhiger gemacht, als du gemerkt hast, ey, das geht doch irgendwie, ich krieg das selber hin und ich kann vielleicht auch so ein bisschen mehr Risiko gehen, als ich bisher gedacht habe? Ja, auf jeden Fall. Die letzten 3 waren ja gut. Und die ersten 2, das sind halt nicht so gut gelaufen, aber passiert mal. Und da habe ich dann halt wirklich, das hat mich total befreit. So wie ich früher eigentlich auch schon war. Nur diese lange Pause dazwischen, wegen der Hüfte und dem C-Wort, was wir nicht sagen dürfen und alles, die macht einen natürlich. Ah, okay. Das wegen der Monetarisierung. Scheiß drauf. Die machen einen natürlich, du kommst dann halt wieder, hast so diesen Druck, dass du etwas abliefern willst, und dann bist du ein bisschen unsicherer. Und ja. Irgendwas war doch bei den ersten Wettkämpfen in den USA mit Fake-Substanzen, sage ich mal, habe ich so dunkel in Erinnerung. Kannst beziehungsweise willst du da noch mal näher drauf eingehen, was in dem Kontext passiert ist? Ich habe das bloß aufgeschnappt, aber nicht so dahinter geblickt, was da am Ende das Problem war. Ah, nee, das können wir lassen. Ja? Ja, da müssen wir nicht so drüber reden. Ja, aber das war, würdest du sagen, um das so kurz abzuarbeiten, die Hauptproblematik? Ja, ich habe halt sozusagen meine ganze Wettkampfdiät, da habe ich halt, nachdem die Offseason zu Ende war, habe ich halt sozusagen kalt abgesetzt. Das ist crazy. Also auch wenn du nicht so krass drüber reden möchtest, ich verstehe es vollkommen, aber das ist ja wirklich so eine Sache, die muss man ja mal sagen, weil da fliegt der ja alles weg. Und das ist ja auch das, was so im Endeffekt passiert ist. Ich habe auch während der Diät immer, du musst überlegen, ich war 133 Kilo am Anfang von der Diät. Und dann da, wo diese Videos beim Chris im Studio waren, da war ich gerade noch so 113. Das war halt das, was noch so übrig geblieben ist. Ja. Und ich habe auch schon während der Diät, also während der Vorbereitung, oft zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe ja jetzt schon lange keine Vorbereitung mehr gemacht. Aber irgendwie gehen nur meine Muskeln weg und das Fett bleibt. Dann denkst du natürlich in der Diät, na, es ist, weil ich Diät habe. Du bist da blöd, bist schon so. Ja, das ist einfach dein Diäthirn, das passt schon. Du machst ja immer dasselbe seit Jahren. Es hat immer funktioniert. Wieso soll es jetzt anders funktionieren? Und dann war halt das am Ende noch übrig.
Und das, so sah es halt dann auf der Bühne aus, ja. Kommt es so schnell wieder dann, wenn du wirklich wieder mit richtigen Patronen schießt? Ja, das ist ja, also innerhalb von ein paar Wochen, wie viel war denn zwischen dem letzten Wettkampf in Texas und da musste ich, in Tampa war ich nur noch 107, ja. Das ist krank. Und, weil du bist ja nie fett. Du bist ja nie fett. Mit den 133 warst du jetzt auch nicht fett. Ja, ich weiß schon. Und dann war ich, das ist wirklich so, meine Muskeln sind halt weggegangen. Und dann bist du ja erst, ist immer so, wenn du eine Diät anfängst, dann wirst du ja erstmal flacher. Das Fett ist noch genauso wie vorher. Dann siehst du erstmal schlechter aus. Du bist dann Fett ist noch da, du bist flacher, das heißt, du bist so, siehst erstmal schlechter aus. Durch diese Phase muss man ja immer durch. Mhm. Aber diese Phase war irgendwie 2 Monate lang. Mhm. Ja? Und irgendwann war halt dann das Fett schon weg, da beim Chris im Studio, aber meine Muskeln auch. Mhm. Das ist halt das übrig geblieben, was sich halt über die Jahre so wirklich verhärtet hat, sag ich mal. So das echte Fleisch. Aber das ganze Volumen, das man hat, war weg. Ja. Dann war ich da in USA, dann war noch, habe ich ein paar Fehler gemacht mit dem Entwässern und mit dem Aufladen und dann einmal wäre ich auch fast ins Krankenhaus gefahren, ja. Du erzählst es aber alles immer nicht. Man muss es ja eigentlich hoch anrechnen, aber es ist ja super, super viel Scheiße gelaufen und du hast ja auch unfassbar viel Kritik einstecken müssen. Und wenn du das so erzählen würdest, glaube ich, dass die Leute sehr viel mehr Verständnis hätten. Jetzt ist ja das wahrscheinlich egal, was die Leute denken, aber das ist jetzt so keine Ausrede. Das sind so legitime Gründe, warum Dinge nicht funktionieren. Offensichtlich. Ja, in USA hatte ich dann halt richtiges Zeug. Ja. Auch Tabletten und so. Da war ich ja 2 Wochen vor dem ersten Wettkampf. Und dann dachte ich mir, Mann, jetzt muss ich aber aufholen. Das heißt, ich habe ein paar mehr Tabletten genommen als normalerweise. Und dann habe ich angefangen, so Schluck aufzubekommen, die ganze Zeit. Dann, das ging erst, aber immer dieser Schluck auf. Und der Schluck auf ging so weit, dass ich irgendwann so Blut kotzen musste. Weil dieser Schluck auf die ganze Zeit hat anscheinend hier irgendwas gerissen. Und dann weißt du noch, wo ich bei den Stories die blutunterlaufenden Augen hatte? Ja, das kam vom Blutkotzen, nicht vom Training. Und dann konnte ich natürlich nicht essen und nicht aufladen, so die letzte Woche vor dem Tampa-Ding. Und dann war ich nur noch 107. So. Dann habe ich ich habe da natürlich die Tabletten weggelassen. Ab dem Punkt, wo das so schlimm war, habe ich natürlich gesagt, vergiss es, mach lieber gar nichts. Ja? Weil ich hatte ja auch noch Injektionen, das ging schon. Und dann eine Woche, da war ich 107 und eine Woche später in Texas, wo ich mich so ein bisschen erholt hatte, war ich schon mal so 113. Na ja, gut. Oder so 111, 12, ungefähr sowas, gell? Auf jeden Fall mehr. Dann 3 Wochen später, wo ich wieder zu Hause war, dann glaube 3 Wochen später war dann dieser Italien-Wettkampf. Da war ich schon so 115 ungefähr. Dann wieder 2 Wochen später war der Rumänien-Wettkampf. Da war ich schon 118,9 oder so, 118, 119. Und dann wieder 2 Wochen später, da ist es dann übergelaufen. Ja, sag ich mal, weil ich habe mir dann einfach nur am Ende gedacht, so, ich probiere jetzt was aus. Ja? Jetzt eh schon gelaufen, die Saison quasi, jetzt kannst du auch nochmal probieren. Ich probiere aus, was passiert, wenn ich so richtig übertreibe. Und dann war ich 122. Mhm. Für meine Verhältnis, also für meine Bewertung war das ein bisschen zu weich. Aber den Leuten hat es anscheinend gefallen. Also die fanden das alle gut. Also auch die Kampfrichter und so. Wenn ich jetzt wählen müsste zwischen allen Auftritten, hätte ich gesagt, Rumänien sah am besten aus. So 118, 119. Und jetzt sitze ich so bei 121. Also jetzt, was ist jetzt? Paar Monate später, 6 Monate später ungefähr.
bin ich so 121 und ich bin auch in Form. Also gut. Ich würde sagen, es ist ungefähr so vergleichbar mit dem Rumänien, mit der Rumänien-Form, aber halt 3 Kilo mehr. Und es ist ganz gut so. Jetzt ist ja so das Physische das eine. Du siehst so deinen Körper schwinden und kannst dir das nicht so recht erklären, aber du läufst ja auch hormonell auf Zero. Ich weiß, du bist auch kein so ein Fan, solche Worte in den Mund zu nehmen, aber wird man da nicht so teildepressiv? Nein, ganz ehrlich, ich bin da nicht so. Ich ziehe halt immer mein Ding durch und auf Emotionen, also so auf Emotionen zu reagieren und da drin mich so zu baden und so melancholisches Selbstmitleid zu, dem melancholischen Selbstmitleid zu frönen, dafür bin ich nicht so der Typ. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich ziehe halt mein Ding durch und mache einfach, egal was ist. Wenn man sich halt mal schlecht fühlt, dann ist es halt so, aber ich ziehe trotzdem durch. Ich leiste mir nie so Selbstmitleid. Dass ich sage, ach, wieso bei mir? Ja, das ist nicht so kann ich mein Leben nicht führen. Mhm. Ja. Und ich muss auch immer lachen, also wenn die Leute so, zum Beispiel, es gibt ganz oft so Nebenwirkungen von irgendwelchen Stoffen. Zum Beispiel bei Nandrolon sagen alle, sie kriegen keinen hoch. Bei Boldenon sagen alle, sie werden so nervös. Bei Tren sagen alle, sie werden aggressiv. Ich meine, wenn ihr das nicht wüsstet, dass das potenziell funktioniert, also so, dass diese Nebenwirkungen potenziell auftreten könnten, dann hättet ihr nichts davon. Ihr lest es nur oder hört es in irgendeinem YouTube-Video und dann nehmt ihr das und am nächsten Tag seid ihr aggressiv. Das wirkt noch gar nicht, aber ja. Oder die nehmen Decker und am nächsten Tag sind sie impotent. Ja. Ich meine, was für ein Schwachsinn. Das wirkt noch gar nicht. So. Und deswegen, auf sowas lasse ich mich einfach nicht ein. Hm. Ja. Du suchst den Heiligen Gral, wenn es um Muskelaufbau geht. Die Lösung ist ganz einfach. Kompetenz und Disziplin. Natürlich können wir dir keine Disziplin schenken, aber dafür die Kompetenz, um für dauerhafte Fortschritte im Gym zu sorgen, und zwar mit dem Trainingsbuch Elements. Dieses E-Book im Wert von 39,90 Euro vermittelt dir ein Verständnis darüber, wann Muskeln wachsen und welche Elemente diesen Prozess ausschlaggebend beeinflussen. Sichere dir daher jetzt kostenlos Elements mit dem Code Elements for Free. Der Link und den Gutscheincode findest du in der Beschreibung. Denke daran, das durchdachteste Trainingssystem bringt dir keinen Erfolg, wenn es nicht zu dir und deinen individuellen Bedürfnissen passt. Daher gönn dir jetzt Elements und entfalte dein volles Potenzial in Sachen Muskelaufbau. Du hast ja auch schon oft gesagt, so im Endeffekt machen alle Leute dasselbe. Es ist kein Hexenwerk, das ist so keine Überraschung. Es gibt nicht dieses Wundermittel. Warum glaubst du, wird am Ende dann doch um diese Stoffthematik so eine Mystik gemacht, immer von den Menschen? Das ist ja wirklich immer das, was die Fragerunden bei allen Leuten dominiert. Also ich weiß ja selber, ich mache ja die Fragesticker, guck mir das nachher an. Und wirklich, egal welcher Wettkampfathlet, am Ende ist immer, welcher Stack? Stoff? Fragezeichen. Weil der harte Weg, das, was wir vorher gesagt haben, mit dem konsequent die Nahrung, also konsequent die Mahlzeiten durchziehen und das Training durchziehen und nichts auslassen, das ist unangenehm. Das will keiner machen. Und das ist so einfach. Also nicht einfach. Das ist so simpel, aber nicht einfach. Das will keiner wahrhaben, dass das der Weg ist. Dass du dann noch was dazu nimmst, das ist der einfache Weg und den nimmt man natürlich zuerst. Und dann guckt man natürlich erst, okay, Mann, also
was kann ich jetzt nehmen, damit ich die anderen Sachen alle nicht so durchziehen muss. Aber eigentlich ist es so, du musst die anderen Sachen alle durchziehen und dann kannst du das Endergebnis verbessern, indem du noch was nimmst. Aber wenn das hier drüben nicht schon alles perfekt ist, dann wird dich, egal wie viel du von dem hier nimmst, das nicht unbedingt viel weiterbringen. Mhm. Ja. So es ist so ein Stück weit so eine Selbstlegitimation, sich nicht den Arsch aufzureißen und das so alles auf diese Komponente zu schieben und zu sagen, ja gut, wenn ich das machen würde in den Mengen, dann würde ich auch so aussehen, aber mache ich genau. Ja nicht. Dementsprechend genau. Ist schon klar, warum der so aussieht, ich kann so nie aussehen. Genau, so ist es. Aber das Ding ist halt, die sagen, ja, wenn ich auch das nehmen würde, dann. Nee. Ja, wenn du auch 7-mal am Tag essen würdest, 6-mal in der Woche trainierst, jeden Tag Cardio machst und die ganzen anderen Sachen durchziehst und dann noch was nimmst, dann, okay? Kannst du mal, das würde mich interessieren, deine Ladestrategie kundtun? Das gab's alles auch mal sehr detailliert in Videos bei Team Andro, aber du weißt ja, dass die Verantwortlichen vor kurzem den Kanal platt gemacht haben und da sind so sehr viele Videos verloren gegangen, auch wo du in den USA warst. Ich glaube, da gab es sogar Videos, wo du bei der Arnold Classic Asia warst und bei McDonald's geladen hast. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil das ist ja so ein bewährtes Mittel zu McDonald's. Diese Apfeltaschen, die sind überall gleich. Ah, das ist ein Standard. Das war in Finnland. War das Finnland? Ja. Also es gab unfassbar viele Videos darüber. Eigentlich Kulturgut, nostalgisch, alles weg. Deswegen kannst du vielleicht mal sagen, was so deine Gedanken hinter diesem Laden sind, weil du bist ja niemand, der irgendwie seine 8 Kilo Reisboxen mitnimmt. Ja, wenn ich so aufladen will, aus diesem Loch raus, wo man steckt ja immer in diesem, nach einer Diät, optimalerweise ist man ja, egal ob man jetzt eine Entladephase macht oder nicht, das mache ich nämlich nicht, ist man ja eigentlich immer schon entladen. Allein durch diesen ganzen Prozess davor. Und wenn ich da jetzt, du musst überlegen, meine niedrigen Tage in der Diät sind 700 Kohlenhydrate, 650. Jetzt gerade, um das zu halten, jetzt die letzten 2 Wochen, die jetzt noch kommen, und schon seit, ich glaube seit 2 Wochen, mache ich jeden Tag wieder 1000 Kohlenhydrate. Okay, um das, und ich bin trotzdem immer so halb flach, weil schon nicht voll. Und um da jetzt was zu laden, muss ich das ja überbieten sozusagen. Ja? Wenn ich ja jetzt anfange und ich esse noch mehr Reis, das funktioniert nicht. Also so viel kann man nicht essen. Das heißt, man wendet sich halt Nahrungsmitteln zu, die noch einfacher zu verdauen sind und kaloriendichter sind. So zum Beispiel so Sachen wie halt Eis, was du einfach isst, oder Kelloggs oder Cookies, so Zeug, wo halt richtig viel Kalorien und Zucker und sowas geballt in einer kleinen Menge. Und das ist halt nicht unbedingt, was ich machen will. So, aber das muss ich halt machen, damit da was ankommt und auch hängen bleibt. Weil sagen wir, ich esse jetzt nur Reis und dann esse ich noch mehr nur Reis. So, habe ich schon ausprobiert, da passiert gar nichts. Also gar nichts. Hast du irgendwelche Auswahlkriterien für diese Lebensmittel, für die Cookies, für das Eis? Das hat ja immer auch Fett. Ist Fett schlimm in dem Moment? Weil du verzichtest ja sehr lange auf alles, was so von außen reinkommt, außer auf deine Omegas. Und die Kohlenhydratquelle, guckst du da, ist es viel Glucose ist oder ist so das Zuckerverhältnis auch scheißegal? Ich gucke auf jeden Fall, dass es jetzt nicht sowas ist, wenn man in den USA ist, dann ist es immer ein Problem. Weil da ist überall dieser komische High Fructose Corn Syrup drin, der halt fast nur Fructose ist.
Und Fructose wird ja nur in der Leber eingespeichert, die ist gleich voll. Aber wenn du 5000 Kohlenhydrate laden musst und der Hauptteil davon ist dann High Fructose Corn Syrup, die 3000 Gramm Fructose, die dann da dabei sind, die gehen, kommen auch nicht dahin, wo man will. Ja? Das heißt, ich gucke dann schon so, dass der Großteil Glucose ist. Das heißt jetzt aber nicht nur einfach Zucker. Ich meine, Reis ist ja auch Glucose dann im Blut. Ja? Und dann Fettgehalt gucke ich so, dass es so eine bestimmte Menge nicht überschreitet, die mir dann Verdauungsprobleme bereitet, um auf die Menge von Kohlenhydraten zu kommen. Ich habe schon ausprobiert, zum Beispiel vor dem Texas-Wettkampf, da war ich einmal so in der Mitte des Tages, waren wir beim Five Guys, beim In-N-Out, weißt schon? Oh, das war ein Fehler. Weil schmeckt geil, mich, aber... ja, das hat mich dann die zweite Tageshälfte, also wir haben ja da zwei Tage, habe ich da aufgeladen, die zweite Tageshälfte von dem ersten Ladetag, die war dann sehr mühsam. Da habe ich gewusst, okay, das mache ich am nächsten Tag nicht mehr. Also man muss da so, das ist so ein bisschen individuell. Ich nehme schon Fett mit zum Aufladen. Da geht's dann vielleicht hoch so auf so 100 Gramm am Tag oder sowas an dem Ladetag. Aber nicht so, man muss vorsichtig sein, dass es nicht so viel wird, dass es halt die Verdauung kompromittiert und man dann die Kohlenhydratmenge nicht mehr aufnehmen kann. Mhm. Da sind übrigens auch Videos auf meinem YouTube-Kanal vor dem Italien-Wettkampf, wie ich es da gemacht habe. Da ist auch wirklich jeder Ladetag so dokumentiert, was ich alles esse. Und dann auch am Ende Fazit, heute habe ich das nichts gegessen. Mhm. So, also das kann man sich anschauen. Ja, sind drei Videos. Mhm. Bei dieser ganzen Akribie, und das sieht ja wirklich auch für die Außenstehenden hoffentlich so aus, als hättest du hinter allem eine Erklärung, irgendeinen Plan, irgendeine Strategie. Hast du manchmal nicht trotzdem diesen Gedanken, auch wenn es noch nicht so weit kam, warum du nicht schon viel weiter bist in deiner Karriere? Weil du alles so richtig so viel machst und normalerweise würde man sagen, guck mal, mit der Akribie, mit all diesem Einsatz, mit der Konsequenz, mit der Konsistenz, warum steht der nicht beim Olympia? Ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe halt früher, also jetzt mal ganz ehrlich, ich wiege ja jetzt so 10, 12 Kilo mehr als wie jetzt in 2013, 14, 15 und so. Mhm. Ja. Seitdem ich da diese Hüftoperation hatte, plötzlich ist mein Wettkampfgewicht 120. Ja. Davor war es ja immer so, wie gesagt, so 110, 111, 112, 110, so um den Dreh. Jetzt habe ich so 10, 12 Kilo mehr. Der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt mehr Stoff nehme. Also das ist der einzige Unterschied. Ich mache nichts anders, trainiere nicht besser oder schlechter oder weniger oder ich habe irgendwelche neuen Übungen gefunden oder andere Nahrungsmittel. Das ist einfach nur, ich war da halt so ein bisschen zufrieden, so wie es gerade gelaufen ist. Ich habe mich auch gut platziert, weil schon da Tampa war ich Vierter. Spanien war ich Dritter und dachte mir so, ja, ich bin kurz davor, gell. Kannst natürlich nicht wissen, dass du dann nächstes Jahr eine Hüft-Dings hast, ja. Aber ich dachte mir so immer, ja, kurz davor geht schon, ich muss nur noch ein bisschen weiter durchziehen. Und dann, wo ich da gestorben bin, dachte ich mir, also im Krankenhaus, ja, im Koma und alles Mögliche, danach dachte ich mir, ich sollte sowieso nicht hier sein. Es war eh Glück. Weil die haben ja gesagt, 9 von 10 Leute sterben bei dieser maligen Hyperthermie. Jetzt mache ich einfach noch, ich sollte eh nicht hier sein, jetzt ist eh schon wurscht. Jetzt gehe ich noch, ich kann auf jeden Fall am Ende meines Lebens, weil so schnell kann es gehen, ja. Ich kann auf jeden Fall am Ende meines Lebens nicht sagen, ah, oh Mann, hätte ich doch ausprobiert. Und dann habe ich einfach so alle Regler
Anschlag gedreht. Und plötzlich habe ich 10 Kilo mehr Wettkampfgewicht. Mhm. Ja. Also das ist der einzige Unterschied. Du standest damals in Spanien, wenn ich mich recht erinnere, als du Dritter wurdest, unter anderem neben ihm, der hat den Wettkampf gewonnen, oder? Das war der. Hast du dich damals nicht auch schon mit den Leuten unterhalten und hast so gefragt, was macht ihr so? Die Amis und die Kanadier in dem Fall, die sind ja jetzt auch so ein bisschen redseliger, gerade wenn die Kamera aus ist. Und hast du dann gedacht, boah, die machen alle so ein bisschen mehr als ich, ich muss das auch mal probieren? Oder hast du einfach von dir selbst so fest überzeugt gesagt, nee, ich brauche das nicht, muss nur noch ein bisschen weiter durchziehen? Die meisten Leute, die lügen. Die meisten, also fast alle lügen. Wenn du dir so einen Podcast anhörst, weißt schon, so, wenn die da sowas über so Dosierungen reden und so, das ist gelogen. Niemand sagt, was wirklich so passiert, sag ich mal. Und welche, mit welcher Skrupellosigkeit dosiert wird. Zwar nicht das ganze Jahr, aber wenn es drauf ankommt, dann hat der Heiko recht. Okay? Bis jetzt ist der Heiko der Einzige, der Dosierungen genannt hat, die realistisch sind. Und zwar realistisch. Plus, minus, von da so ungefähr. Aber so in der offenen Klasse, da kommt keiner mit 750 Testo und 3 Einheiten und oh nee, Insulin habe ich noch nie benutzt. So ein Schwachsinn. Also das ist wirklich schon, also das, da sage ich lieber nichts. Schon? Da sage ich lieber gar nichts und dann ist okay, aber nicht so die Menschen, die das halt interessiert, die vielleicht auch den Weg einschlagen wollen, so anlügen. Ja. Das ist immer die Sache. Aber auf jeden Fall der einzige Grund, warum ich jetzt auf einmal besser bin, ist, dass ich mehr Zeug benutze. Also, wenn ich dich fragen würde, welche Veränderung im Bodybuilding für dich den größten Einfluss auf deinen Fortschritt hatte, dann würdest du sagen, ganz einfach die PED-Komponente? Ja, in den letzten Jahren. Natürlich am Anfang kann ich wirklich so mitverfolgen in meiner eigenen Karriere, dass ich so erst langsam so meine Ernährung optimiert habe und dann das Training wurde immer besser und dann das Zusammenspiel von Training, Ernährung, Erholung, Frequenz, Übungsauswahl, ja, und das kam alles ins Rollen. Und dann nimmt man natürlich was dazu, dann machst du wieder einen Sprung und so. Aber irgendwann war halt dann Schluss. So. Und ich dachte mir immer, hier geht's nicht so richtig weiter. Und dann habe ich mal, der Erste, der mich so darauf hingestoßen hat, der gemeint hat, hey, pass mal auf, hier, da liegt der Hund begraben, so hier, okay? Das war der Jason Ha. Mhm. Okay? Beim Mr. Olympia, also der war ja auch bei Animal und den habe ich so ein paar Jahre, hatte ich so mit dem was zu tun und der hat immer gesagt, pass mal auf, Mann, hier, so sieht ein Programm aus von jemandem, der auf der Mr. Olympia Bühne steht. Dann lese ich das so, denk mir, das machst du nicht. Das ist zu krass. Das geht ja gar nicht. Ja? Mhm. Also das ist ja sehr gefährlich. Und dann habe ich ja mein Ding so durchgezogen. Weil du bist ja dann auch so in der Komfortzone. Du machst halt deine, also wirklich, ohne Scheiß, du machst halt da, wo ich deutscher Meister geworden bin, bei den Männern, da war jeden fünften Tag habe ich 500 Testo Enantat und 200 oder je nachdem wie es dosiert war 200 250 Boldenon. Das war mein, damit habe ich, bin ich deutscher Meister geworden bei den Männern, ja, und halt Wachstumshormon, ich glaube 6 Einheiten. Da dachte ich mir, boah, schaut alles krass aus, gell?
Und dann war halt auch mein, da wo ich Profi geworden bin, es war immer so um die 757 Testo und dann irgendwas anderes dazu. So manchmal drei Sachen, aber nie so richtig zu viel halt, ja. Nie so, dass du denkst, boah, brutal. Und dann habe ich da den, dann hat mich als erstes, hat der erste, der mich so drauf hingewiesen hat, war dann so der Jason H., der hat gemeint, hey, pass mal auf, so und so. Ja, das, was du da machst, das, was du da machst, ist bei den anderen der Bridge-Cycle. Ohne Schmarrn. Ja. Und dann habe ich mir halt so, aha, okay, alles klar. Da habe ich auch noch nie Insulin benutzt. Ja. Mhm. Und auf einmal, und dann habe ich aber leider immer noch so durchgezogen, mein Kindergarten da, ja, bis ich halt diese Hüftproblematik hatte. Dann war ich ja erstmal, ich bin ja ein Jahr lang mit der Hüfte rumgelaufen. Da hat natürlich auch nicht so richtig Bock, fand ich irgendwie behindert, wenn ich da jetzt groß auf die Kacke hau. Dann war ich zwei Jahre, dann hat es so eineinhalb Jahre gedauert, bis das wieder alles in Ordnung war. Also bis ich dann, so besser gesagt, nachdem ich von der Hüfte zurückkam, da habe ich ja auch bloß 107 gewogen. Da musste ich dann natürlich nicht voll einsteigen. Schon, da hat es gereicht, so ein bisschen was zu nehmen. Und ich wusste, wenn ich wieder genauso nehme wie vorher, dann komme ich auch wieder auf diese 110, 12, so, ja. Aber dann war mir bewusst, wenn ich jetzt den nächsten Sprung machen will, so auf über 120, dann geht's los. Und sobald es an dem Punkt war, habe ich halt gemacht. Mhm. Ja. Und das war halt so letztes Jahr. Da, wo ich dann in der Offseason 133 wog. Ja. Das ist ja bewusstes Risiko eingehen, sage ich jetzt mal. Und wir wissen ja auch alle, dass Bodybuilding auf dem Niveau kein Gesundheitssport ist. Aber hast du wirklich auch diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen gemerkt von diesem Schritt höher? Oder ist es im Endeffekt dann doch gar nicht so schlimm gewesen? Ich merke nichts organisch, sage ich mal. Ja. Das Einzige, was ich halt merke, sind so Sachen wie, dass du halt nachts aufwachst und denkst, du erstickst. So richtig, so denkst du, denkst halt, du erstickst. Auch wenn du so eine Schlafmaske hast, bringt nichts, gell? Also bei mir. Dann halt diese Schuhe zubinden, wo du denkst, das ist so, wie wenn du deinen Kopf unter Wasser tauchst. In der Zeit kannst du halt nicht atmen, bis du deinen Schuh da unten fertig hast, ja? Und dann kommst du hoch und machst, ja? Und dann halt die Nahrungsmengen, die halt jetzt noch größer sind, aufgrund der mehr Muskelmasse. Mhm. Ja? Und alle diese Sachen halt. Das ist so, aber man merkt jetzt nicht so gesundheitlich, dass ich irgendwie... Ja, also vielleicht, ganz ehrlich, ich habe früher immer Jordans oder Schuhe halt getragen, so Größe 10. Und jetzt ist die Größe auf einmal 10,5. Ja, und okay. Und die Schuhe, die ich alle habe, die passen mir nicht mehr. Oder sind ziemlich unbequem. So ja, ich musste lachen in deinem Video neulich, als du deine Jones, dann hattest die Einser, die Low und gesagt hast, die Leute, die ihre Schuhe nicht binden und sowas. Ich denke mir immer so, ja gut, ich muss meine Schuhe binden, weil sonst gehen die kaputt, weil ich so ein bisschen rausrutsche, weißt du? Nein, die binden die ja so fest. Weißt, schon ja, so das richtig, behindert. Ja, dass, das behindert. Als ob sie gleich so lossprinten müssten, so, weil schon. Ja, das behindert. Ich habe die ja auch so locker an, ja. Mhm. Nicht halt immer offen, weil das sind halt meine Wadentrainingsschuhe, die sind ja schon alt. Da schlüpfe ich einfach rein, mach Waden, so, und die sind ja dann da unten in dem Raum. Also auf der Straße binde ich die schon auch zu, dass die mir nicht so rumschlabbern die ganze Zeit, ja. Ja. Aber manche binden die ja zu, so, dass du denkst, dein Fuß schläft gleich ein. So, schon. Aber du sagst auf jeden Fall, wenn du so ein Blutbild machst, da fällt es jetzt nicht so krass auf, was du so treibst. Nee, ehrlich gesagt nicht so. Mhm. Ja. Ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also Leber, ja klar. Ist halt immer, aber die war bei mir schon, also die Leberwerte waren bei mir schon erhöht, bevor ich überhaupt was genommen habe. Weil es kommt halt vom Training. Ja. Und man muss natürlich auch aufpassen, welche Substanzen man wählt. Man nimmt jetzt nicht das ganze Jahr durch Tren.
So. Ja, hoffentlich. Bin grundsätzlich kein Fan von dem Wirkstoff. Mhm. Aber so, wenn man so die richtigen Sachen benutzt, dann kann man ziemlich viel Muskeln aufbauen und ohne große Nebenwirkungen zu spüren. Mhm. Bist du sicherlich auch so ein großer Fan von Gesundheitssupplements jeglicher Art, oder? Ja. Schwierig? Ja, weil... Jetzt wollte ich gerade die Überleitung zu deiner Mütze machen und zu deinem Sponsor. Weil da gibt es ja wirklich so sehr viele, sehr spezielle Produkte für die Dicken. Ich weiß schon. Ja, das stimmt. Ob die jetzt was... Also erstmal, man muss ja ganz ehrlich sein. Ich bin seit einem Monat bei denen. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, dass alle Produkte die besten auf dem Markt sind und dass die mir jetzt so viel Fortschritt gebracht haben. Wenn ich das sagen würde, wäre ich ein Arschloch. Weißt du, was ich meine? Das ehrt dich ja auch, weil alle wissen immer, wenn Sponsorenwechsel kommt, dann sind natürlich die ganzen anderen Produkte von bisher sind alle immer scheiße und die neuen sind alle immer die besten, bis man das nächste Mal den Sponsor wechselt. Schau, die haben halt Produkte, die würde ich nicht benutzen, weil die an die glaube ich nicht. Wie zum Beispiel ganz konkret dieses Probiotika-Produkt, was die haben. Weil ich denke, dass so richtige Probiotika-Produkte müssen gekühlt gelagert werden. Mhm. Und auch die Kühlkette muss auch gewahrt werden. Und alle Probiotika, die man so kauft im Laden, ja, die sind wertlos, weil die Bakterien da drin sind tot. Die sind auch relativ teuer. Ich habe da mit Manuel erst neulich mal drüber geredet, privat. Und der hat gesagt, ja, du musst das kaufen, musst aber in der Apotheke kaufen, weil es gekühlt und die haben das dann speziell geliefert bekommen und sowas. Dachte mir so, ja, macht Sinn. Hast eigentlich wahrscheinlich in der Vergangenheit, wenn du sowas mal benutzt hast, nur Müll benutzt. Ja, dann gibt's andere Produkte, wo ich wirklich merke, die merke ich wirklich. Die ganzen Sachen so wie halt Whey-Protein und so, gegen die kann man ja nichts sagen. Die sind ja immer gut. Und dann die Gesundheitssupplements, genau um die ging's. Ich benutze die schon, muss ich sagen, okay, aber mehr so als so Versicherungspolice. Ich mach's halt, aber ich kann Schaden wird's nicht, also es macht nichts kaputt. Genau. Aber ich kann da jetzt auch nicht sagen, oh, seitdem ich das nehme, ist mein Nierenwert, also mein Kreatinin um 0,2 gesunken oder irgendwie sowas. Mhm. Ich mache das halt mehr so prophylaktisch. Würde ich im Zweifelsfall auch den anderen empfehlen, die sich das angucken. Aber ja, genau. Ja, wenn das Budget da ist, kann man sicherlich sehr viel machen, was man sonst nicht machen würde. Aber wenn es halt nicht da ist, beschränkt man sich auf die Basics. Ja. Und wenn dann die Leute mal fragen, ja, was sind deine Lieblingssupplements? Dann sage ich immer, ein gutes Multivitamin-Mineralstoffprodukt, wo so alles drin ist. Dann Omega-3. Dann natürlich Kreatin. Das sind so meine Top 3. Die nimmt man einfach, okay, dann ist man versorgt mit allen essentiellen Sachen. Und Kreatin ist einfach das beste, legale, leistungssteigernde Supplement, was es gibt, was man kaufen kann. Es ist auch so richtig wissenschaftlich erforscht. Ich glaube, es gibt keine andere Substanz, die so viele Studien hinter sich hat, die alle positiv sind. Und dann kommen halt so kleine Sachen, so wie, wo jeder so einen Mangel hat, Vitamin D3. Dann ganz viele Leute, ohne dass sie es wissen, haben Magnesiummangel. Dann funktioniert auch D3 nicht mit Magnesiummangel. Ja, genau. Und so solche Sachen ergänzt man halt dann nach Bedarf. Mhm. Aber ich würde jetzt nie sagen, so, oh, ist ganz wichtig, dass du ein Pre-Workout kaufst. So, ja. So, das ist so das Letzte, wofür ich Geld ausgeben würde, wäre so ein Booster vorm Training. Das wäre das Letzte, was ich mir kaufen würde. Und ich, obwohl ich es umsonst krieg, habe ich nicht mal einen. Mhm, krass. Auch bei meinem vorherigen Sponsor, auch bei meinem vorherigen Sponsor, habe ich nie auch einmal irgendwas bestellt in der Richtung. Ja. Hast du so ein Supplement, was vielleicht auch ein bisschen unterm Radar fliegt, wo du sagst, das könnte man mal benutzen, um irgendeine bestimmte Wirkung zu erzeugen, wo du
wo du halt einfach auch sagen kannst, das bringt wirklich was, das ist feststellbar, da brauchen wir jetzt kein Blutbild, aber das ist so ein Ding, das hat jetzt nicht jeder auf dem Schirm. Du hast ja sicher schon super viele Supplements genommen, nimmst bestimmt auch sehr viel mehr, was weiß ich, ein GDA beispielsweise. Ist ja so ein Produkt, das ist eher für Profis. Aber ja, ja, merkst ja. Du da wirklich so einen Unterschied? GDA, also so Berberin und so, benutze ich ja schon ganz lange. Mhm. Ja, also wirklich lang. Ich weiß noch, da habe ich mal so ein Video gemacht mit Body Extreme. Da habe ich gesagt, hier, ich benutze das GDA, bla bla. Da haben die Leute gesagt, ja, sie wollen auch GDA benutzen und dachten noch, GDA wäre ein Wirkstoff. Was ich meine, die wussten gar nicht, dass das Glucose Disposal Agent heißt. Das war so in 2015, 16. Aha. Also solche Sachen benutze ich schon lange. Da hat ja Big Sound auch ein gutes, das der Max formuliert hat, dieses Invictus. Sowas kann man machen, braucht aber wirklich wieder auch nicht jeder. Okay? Das ist so eine Sache, die braucht man, wenn man entweder richtig viel Kohlenhydrate konsumiert, so viel, dass man der Bauchspeicheldrüse ein bisschen helfen möchte, ja, oder wenn man halt Wachstumshormone nimmt und oder, ja. Aber es muss jetzt niemand, der gerade anfängt zu trainieren oder so ein paar Jahre im Training ist, normal für sich selber trainiert, vielleicht auch mal einen Wettkampf macht, so, seine normale Kohlenhydratmenge, was weiß ich, 300, 400, 500 Gramm ist in der Offseason, der muss jetzt nicht bei jeder Mahlzeit ein GDA dazu nehmen. Das wird den nicht weiterbringen. Ja. Das ist rausgeschmissenes Geld. Okay? Ja, ist immer super lustig, wenn die Leute alles tot analysieren und alles benutzen, was so auf dem Supplement-Markt ist. Dann fragst du so, was esst ihr so? Das sind das Leute, die sitzen den ganzen Tag am Schreibtisch, haben irgendwie im Aufbau 3.500 Kalorien und 400 Gramm Carbs. Da kommt die meisten Bauchspeicheldrüsen, die kommen damit, glaube ich, noch sehr gut selbst zurecht. Ja, genau, das ist sowas. Oder, genau. Ja. Es ist erkaufen, oder? Es ist so schon dieses Prinzip, genauso wie sie sich legitimieren wollen, dass sie es nicht schaffen werden, weil sie keinen Stoff nehmen, ist auch genau das so. Was kannst du mir für einen Tipp geben? Ich habe 200 Euro. Mhm. Sagst du so, ja, Reis und Fleisch. Genau. Nein, ich will in den Supplementladen gehen, will mir was kaufen. Also, so läuft es nicht. Also, ja. Du kannst dir den Erfolg nicht erkaufen, aber das wollen viele machen. Das ist exakt das, genau was du sagst. So. Wollte ich genauso, bevor ich dann die im Monat 40 Euro oder was weiß ich, 60 Euro oder 70 Euro extra für ein GDA und ein Pre-Workout ausgebe, investiere ich die lieber in Fleisch und Reis. Also nicht nur lieber, ich investiere die absolut mit Sicherheit in Fleisch und Reis. Was ich noch nehme, was viele Leute, wo niemand drüber redet, ich nehme so ein Ballaststoffsupplement. Seit Jahren, jeden Tag. Und das ist so lösliche Ballaststoffe, Flohsamen-Schalenpulver. Jeden Abend vorm ins Bett gehen, mache ich mir so einen Drink. Also das muss man so shaken. Da mache ich ein paar EAAs mit rein, dass es ein bisschen nach was schmeckt. Gell? Das trinke ich runter und ich glaube, das hat auch... Das macht auf jeden Fall, das räumt so durch. Mhm. Ja. Und man kann da nicht einfach Gemüse essen, so, weil die Leute sagen, ja, da esse ich einfach Gemüse. Erstmal will ich kein Gemüse essen, weil ich esse eh schon so viel. In den Mengen, die nötig wären. Und Gemüse ist ja unlösliche Ballaststoffe. Und dann sind meistens noch so sekundäre Stoffe drin, die halt Blähungen und sowas verursachen. Wie zum Beispiel bei Brokkoli und so. Ja. Ich mache jeden Abend meinen 20 Gramm Ballaststoffdrink und das hält meine Taille schmal, sage ich mal. Es trägt wirklich dazu bei. Und ich habe auch mal irgendwas gelesen, dass man durch das, ist es fast unmöglich, Darmkrebs zu bekommen. Okay. Weil das so die Wände von dem Darm sauber macht, wo manchmal so Zeug drin hängt, über die Zeit.
über die Zeit halt. Ja. Mhm. Man darf aber nicht gleich mit 20 Gramm anfangen, so wie ich, weil der Darm ist bei vielen Leuten halt, ist ja auch ein Muskel und der ist schwach. Das heißt, wenn man jetzt gleich 20 Gramm runterschüttet, dann ist der erstmal überfordert und man kriegt Verstopfung und nicht, dass es halt gut weiterläuft. Das heißt, man fängt so mit 5 Gramm an, steigert sich langsam, wenn es geht, auf 7 Gramm, 10 Gramm und dann ist man halt mehr als 20, brauche ich nicht auf in einmal. Auf jeden Fall, das bringt's. Mache ich so 20 Gramm von diesem Flohsamenschalenpulver in halben Liter Wasser mit so ein bisschen EAAs, dass es nach was schmeckt, weil das Zeug schmeckt scheiße. Und man kann es auch nicht so dry scoopen. Habe ich auch schon ausprobiert. Weil das bleibt dann, das wird sofort wie so Gelee, ja, aber so bappt dir überall am Gaumen und so. Du musst es dann richtig so mit dem Finger so abkratzen und alles, ja. Also einfach halbe Liter Wasser rein, runter, fertig. Und am nächsten Tag kann man perfekt aufs Klo gehen. Das ist auch immer ein Fehler, glaube ich. Man sieht ja oft so am Ende von einer Wettkampfvorbereitung, vor allem bei so Bikini-Mädels und auch bei Wettkämpfern, die haben unten am Bauch diese Beule. Ja? Weil sie alle die letzten Tage vor dem Wettkampf, oh, wir essen jetzt nur noch so Protein und Reis ohne Ballaststoffe, dass man nicht aufgebläht ist. Aber irgendwann geht's halt nicht mehr weiter. Weißt du, da kriegt man halt, und es bleibt hier unten so sitzen. Irgendwann bist du dann aufgebläht, weil du nicht aufgebläht sein willst. Ja, und das räumt es durch. Das ist auch, hat auch keine Kalorien, das ist unverdauliches Kohlenhydrat. Das geht durch. Ja. Jetzt sind wir schon bei Supplements. Wie kam die Kooperation mit Big Zone zustande? Und was hat den Ausschlag für dich gegeben, dass du die Zusammenarbeit eingehst? Du wirst sicherlich noch andere Angebote auf dem Tisch gehabt haben. Die haben am meisten Geld bezahlt. Real Talk. Ehrliche Antwort, Real oder? Talk. Real Talk. Ich habe hab mit ein paar anderen Leuten, mit ein paar anderen Firmen geredet und die waren alle, ja, so und so. Ich habe so und habe ich gesagt, ja, aber ich will so und so. Ja, und dann haben die halt, ne, eine Firma war noch da, die haben mir richtig viel Geld versprochen. Also abartig. Und da war es immer, die haben mich immer vertröstet. Immer so, ja, ja, das liegt schon auf dem Tisch beim Chef. Der muss nur noch unterschreiben. Es ist sicher, du bist sicher dabei. Keine Sorge. Ja, ja, das liegt, das, der Chef muss nur noch unterschreiben. 3 Monate lang ging das. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt leckt's mich am Arsch, Mann, ganz ehrlich. Und es ging 3 Monate lang hin und her, immer so, ja, 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 das liegt auf dem Tisch, der muss nur noch unterschreiben. Immer die gleiche Leier. Und dann habe ich irgendwann gedacht, leck, ja, geht zu Big Zone. Erstmal haben die besseren Produkte. War das aber nicht die Firma, über die wir privat gesprochen haben, für die man sowieso nicht mehr werben sollte? Nein. Da war ja nochmal jemand auf dem Tisch. Nennen wir jetzt nicht den Namen, sonst gibt's wieder Briefe, aber da war nochmal eine dabei auf jeden Fall. Okay. Ja. Die haben auch viel Geld geboten. Aber die haben sich dann gar nicht mehr gemeldet. Ja, sei froh. Aber es hättest du nicht gemacht. Nee, das ging nicht. Das hat nicht mit meinem Image zusammengepasst, sag ich mal, gell? Ja. Auf jeden Fall war das dann so, da habe ich mir gedacht, ja, ich gehe zu Big Zone. Erstmal haben die Produkte, die ich auch wirklich alle benutze, so, da sind fast alle Produkte, wo ich sagen kann, ja, benutze ich oder kann man benutzen, weil, so. Und die sind auch nicht so kompliziert. Zum Beispiel haben die ein Kohlenhydratpulver, Clusterdextrin, ohne Geschmack. Fertig. Das ist das beste Kohlenhydrat, was es gibt. Kein Geschmack drin, keine komischen Zusatzstoffe drin. Dann guckst du eine andere Firma, die haben 3 verschiedene Kohlenhydratpulver oder 4. Alle sind so billig Kohlenhydrate, Maltodextrin, Isomaltulose. Die 3 oder 4 Kohlenhydratpulver unterscheiden sich marginal, wenn überhaupt. Heißen aber alle anders. Ganz krasse Namen mit ganz verrückten Zusätzen, die eigentlich gar nichts bringen und so, und dann so sechs Geschmacksrichtungen, die man nirgendwo mit reinmischen kann. Ich meine, ich will ja kein Lemon-Lime-Kohlenhydratpulver in meinen Schoko-Eiweiß reinmachen. Ja, da kriege ich auch immer die Krise, so Geschmäcker mischen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Und
Dann eine Firma war richtig freundlich, zu der wäre ich auch gerne gegangen, aber die haben halt nicht so viel bezahlt. Und dann war Big Zone, war die besten Produkte, anständige Entlohnung. Die Leute, die schon bei Big Zone sind, mit denen komme ich alle zurecht. Gutes Team. Weißt du, ja. Genau. Ich habe auch mit dem Chef mich richtig freundlich unterhalten. Auch so, der hat auch mit mir sich unterhalten über so, wo es gar nicht sicher war, dass ich zu denen komme, über so ganz normale Alltagssachen. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, ich gehe zu denen. Das ist erstmal das Angenehmste, was so das Stresslevel betrifft. Es gibt keine komischen, ja, du darfst aber nicht mit denen reden und du darfst nicht mit denen kooperieren und du darfst keinen Fleischsponsor haben, weil bla bla bla, und du darfst keinen Klamottensponsor haben, weil blablabla, obwohl sie überhaupt nicht in Konkurrenz stehen. Sondern das war richtig alles angenehm, cool. Auch die Social-Media-Unterstützung läuft, was so Filmen und so betrifft. Und ich habe Bock zu arbeiten. Wirklich, ich will ja arbeiten, ich will ja Content produzieren und ich will Videos machen und präsent sein in der Öffentlichkeit. Aber die Firma, bei der du unter Vertrag bist, die muss dich halt auch dabei unterstützen wollen und dir eine Plattform bieten. Und ich hatte das Gefühl, dass ich da bei Big Zone genau in der richtigen Adresse bin. Und so ist dann die Wahl auf die gefallen. Also wie gesagt, die Supplements waren die besten, die Bezahlung ist gut und die Unterstützung ist auch, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, kann mir nicht vorstellen, was die noch machen sollen. Die helfen mir sogar bei so Wettkampfausgaben und so. Mhm. Das war vorher noch nie. Ich habe noch nie einen Cent bekommen für irgendeine Reise oder sonst irgendwo von einer anderen Firma. Mhm. Also wenn es natürlich nicht eine Reise im Namen der Firma, zum Beispiel zur FIBO ja, oder nach. Die von Animal haben natürlich schon meine Flüge nach Vegas bezahlt und so. Mhm. Auch sehr gefragt in dem Zusammenhang, häufige Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du dich jetzt, wo du im selben Team von Max bist, irgendwann mal von Max vorbereiten lässt? Nein, mache ich nicht. Okay. Wie gesagt, der Max und ich sind befreundet, wir kennen uns schon länger, wir haben uns auch schon ausgetauscht, aber ich mache mein Ding selber. Passt. Ist dieses Coach-Thema allgemein für immer ad acta gelegt? Ich weiß noch, als wir das letzte Mal gequatscht haben, ist natürlich auch schon sehr viel länger her, da hast du so gesagt, naja, es ist schon immer wieder im Kopf drin, weil du weißt so, die Karriere geht nicht für ewig, eventuell bereust du es irgendwann mal, nicht mit irgendeinem großen Vorbereiter zusammengearbeitet zu haben. Vielleicht hat der neuen Input, geht den Weg mit dir zusammen, schreibt dir nicht nur Sachen vor, obwohl du sie nicht machen möchtest. Ist es noch Thema in deinem Kopf oder ist das abgehakt? Ich habe ja schon zweimal versucht, mit so großen Coach zusammenzuarbeiten, ja. Zweimal. Ich habe auch im Voraus bezahlt. Mhm. Aber leider wurde ich dann, wie man heute so schön sagt, geghostet. Okay. Nach Geldeingang. Mhm. Habe ich so den ersten Plan bekommen, hier mach das. Und dann nichts mehr gehört. Von richtig, richtig teuren und namhaften Coaches aus den USA. Und das kotzt mich natürlich total an. Dass da ein paar tausend Euro mal wieder den Bach runtergegangen sind. Aber die sieht man doch auch irgendwann mal. Also man trifft sich doch bestimmt irgendwann mal irgendwo bei irgendwelchen internationalen Wettkämpfen. Und was passiert dann da? Ja, der eine ist abgehauen. So weg, gell? Wollte so in der Expo, die da stattgefunden hat, so untertauchen. Und der andere hat einfach gesagt, hi Roman. Und ich dachte mir so, okay, du Arschloch. Ich kann dir ja hier auf der Arnold Classic jetzt nicht vor allem auf die Fresse hauen. Weißt du, was ich meine? Weil die haben ja auch immer so Connections zu den Höhergestellten in der IFBB und so. Und da kannst du ja nicht der sein, der denen, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Kohle hast du aber nie mehr gesehen, ist weg.
Nee, nie mehr gesehen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Und dann überlegst du natürlich zweimal, ob du nochmal jemanden, so einem Typen halt Geld überweist. Danach, nach USA. Mhm. Ja? Und das habe ich halt seitdem auch gar nicht mehr versucht. Der Einzige, der mich danach gecoacht hat, war der, ich habe kurz was gemacht mit einem Matt Jensen. Das war auch cool. Das war auch cool, muss ich sagen, gell. Von dem habe ich was gelernt. Da war ich so ein halbes Jahr ungefähr. Aber dem sein Trainingsstil hat mir nicht gefallen. Da konnte ich nicht mich damit, ich habe das schon durchgezogen, aber dann konnte ich mich nicht so darauf einlassen. Dachte ich mir, das ist scheiße hier. Dieses Hit-Training und alles. Mhm. Ja, ich habe das ausprobiert, habe es auch versucht. Da habe ich gesagt, hey, tut mir leid, Matt, das ist nicht mein Ding. Und das war halt dem sein einziger Weg. So hat gesagt, so mach mal und so und sonst nicht. Ja. Danach hat mich der Justin Compton habe ich mit dem zusammengearbeitet. Aber das war vor der Hüft-OP. Mit dem habe ich zusammen gemacht, diesen Spanien-Wettkampf da. Der hat mir da geholfen davor. Und dann habe ich wieder alleine gemacht. Also den Großteil meiner Karriere habe ich alleine gemacht. Mhm. Wen fragst du jetzt, wenn du mal unsicher bist? Wahrscheinlich Maren, oder? Ja, wenn überhaupt, frage ich, was die davon hält. Und sonst niemanden. Mhm. Ich bin nicht mehr unsicher. Es ist meistens so, wenn ich mir was überlege, denke ich mir so, was soll ich jetzt machen? Könnt mal den und den fragen. Und dann denke ich mir, nee. Weil ich weiß, die Antwort ist XY. Und der sagt auch XY. Weiß ich sowieso. Also mach ich einfach. Weißt schon? Weil ich habe immer die Antwort schon parat, so. Oder ich besser gesagt, die ist natürlich nicht immer, garantiere natürlich nicht, dass die richtig ist. Aber ich habe schon parat so, was ich machen würde. Und am Ende mache ich es sowieso so, egal was der und der jetzt sagt, ja. Und dann mache ich das einfach, bevor ich überhaupt jemanden frage. Mhm. Ja. Weil ich mache es lieber selber falsch, als wie das meine, sagen wir mal, meins wäre richtig, dann frage ich den und der sagt so und dann denke ich mir, ja, okay, vielleicht hat der recht und dann mache ich es falsch, weil ich auf den gehört habe. Mhm. So. Dann gehe ich lieber das Risiko ein, dass ich selber falsch mache, wenigstens bin ich dann selber schuld. So. Also ich mache alles selber. Ja, bleibt auch so. Erstmal, vielleicht juckt es mich nochmal, mit irgendjemandem so zu arbeiten. Dann probiere ich es vielleicht aus, aber im Moment sehe ich nicht, dass es nötig ist und es reizt mich auch nicht. Jetzt hast du einen neuen Supplement-Sponsor. Dadurch haben sich, wie ich gehört habe, auch weitere Türen geöffnet. Ich habe so rausgehört, die Lebenserhaltungskosten sind auch anderweitig gesunken durch eine Fleischkooperation. Was macht das aus im Geldbeutel bei einem Roman Fritz im Monat? Schon ziemlich viel. Also es ist natürlich nicht so, dass erstmal heißen die Planet Food, ja. Der Code ist Rex, REX, ohne 10, einfach nur REX. Mhm. Und das ist natürlich nicht so, dass die alles schicken, was ich esse. Aber die schicken mir halt immer so Pakete, meistens zwei. Da sind halt, die Portionen passen komischerweise auch immer so, also ganz gut auf meinen Plan so. So ungefähr 300 Gramm Fleisch ist da immer in einer Portion. Die schicken mir da im Monat immer so zwei Dinger voll. Und dann komme ich damit ganz gut zurecht. Wenn ich halt extra was brauche, dann kaufe ich mir extra. Aber und wie viel das jetzt genau ausmacht, weiß ich nicht genau, weil ich weiß auch nicht, wie viel ich vorher ausgegeben habe. Das habe ich noch nie ausgerechnet. Ich will es gar nicht wissen. Schon. Du gehst immer zum Metro dann, oder? Und machst Großeinkauf. Entweder Metro, wenn ich halt sowas, oder ich gucke so hier im Umkreis, welcher Laden gerade Angebot hat. Zum Beispiel da hinten, da gab es so einen Türkenladen. Ünlü Market, glaube ich. Die hatten jetzt letzte Woche, vor zwei Wochen hatten die Hühnchenbrust für 5,55 Euro pro Kilo. Da musste ich natürlich gleich zuschlagen.
und halt einfrieren. Auf Vor. Wie viel Kilo hast du da gekauft? Hast du denn leer gekauft? Nein, die haben riesen Vorrat. 20. Okay. 20. Krass. Weil das kommt dann in so, weißt du, in so Pappschachteln. Mhm. Ja, und das jeweils 10 Kilo. Da habe ich halt 2 genommen. Mhm. Die sind einfach so ein Gefrierfach. Ja, auch für schlechte Zeiten. Und manchmal halt bei der Metro, wenn was im Angebot ist. Wenn ich Eiklar brauche, gibt es natürlich auch von Big Zone kleinen. Ja, das ist natürlich auch praktisch dann. Und ja. In dem Zusammenhang, gute Frage. Was ist Luxus für dich? Egal in welchem Bereich, aber ich fand das instinktiv jetzt bei der Nahrung ganz passend mal. Luxus. Was ich immer wollte, obwohl ich es trotzdem mache, aber ich könnte es einfach kaufen, was ich will, ohne, also was so Nahrung betrifft und so, ohne aufs Preisschild zu schauen. Weißt du, wenn du halt sagst, ich kann einfach in den Laden gehen, theoretisch, ich mach's zwar nicht, aber ich könnte, und egal, ob es im Angebot ist, egal, wie viel es kostet, einfach kaufen, was ich wollte, so viel ich brauche. So weit bin ich, und das ist schon richtig geil. Was ich meine, diese Freiheit zu haben. Dass du nicht wie manche da, dass dein Abendessen nicht bestimmt wird von der Person, die im Aldi die 30% Rabattsticker auf die Lebensmittel macht. Weil so leben manche Leute. Leider. Ja. Dass die so, das ist reduziert, das ist fast abgelaufen, das kann ich kaufen. Und heute habe ich diese 5 oder 3 Sachen gefunden, die reduziert waren, die kann ich mir kaufen. Was teureres oder zum Normalpreis können die sich schon gar nicht mehr leisten, aufgrund der wirtschaftlichen Situation, in der wir leben. Ja. Und wenn halt mal nichts reduziert ist, dann sieht das Abendessen dementsprechend schlecht aus. Sowas wie Toastbrot mit Ketchup oder so. Ja. Weißt du, was ich meine? So. Mhm. Ja. Oder die kaufen sich einen halben Döner und essen die andere Hälfte am nächsten Tag oder so. Ja. Gibt so Leute heutzutage, leider. Und deswegen bin ich schon froh, dass ich einfach mir kaufen kann, was ich will, ohne drüber nachzudenken. Nur in Bezug auf Essen oder ist es auch was andere Dinge angeht? Das Erste, was mir eingefallen ist. Mhm. Ja. Ich würde mir jetzt zum Beispiel, obwohl ich es machen könnte, ich würde mir jetzt kein neues Auto kaufen. Ich brauche keins. Meins, was ich habe, ist cool. Ja. Wenn ich mal will, dass es ein bisschen cooler ist, dann lasse ich es halt reinigen. Das ist zum Beispiel Luxus, dass ich so mein Auto reinigen lassen kann auf so Hochglanz, innen, außen, ja. Und ich muss nicht selber da staubsaugen und polieren und sowas, ja. Sowas zum Beispiel, so kleine Sachen. Dann halt Sushi essen gehen, was ja sackteuer ist mittlerweile. Schon wieder essen. Ah, genau, natürlich voll Luxus ist unten mein Fitnessstudio. Weißt du, was ich meine? Ich habe halt voll ausgestattetes Studio da unten. Was steht da an Warenwert mittlerweile in deinem Fitnessstudio? Ah, weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nicht mal, wie viel Gerät ich habe. Aber ich habe mir gerade so eine Prime Seated Row gekauft. Weißt schon, die mit den 3 Dingern, ja, wo du die Kraftkurve manipulieren kannst. Die ist richtig cool. Da bin ich froh, dass ich mir die gekauft habe. Und sowas ist halt Luxus, dass man sowas halt kauft. Einfach. Denkst dir, das Gerät finde ich geil, bestelle ich. Passiert natürlich nicht jeden Tag, ja. Aber ich muss da nicht drüber nachdenken, kann ich mir das leisten? Komme ich dann noch hin am Ende vom Monat? Oder wenn ich das in Raten bezahle und blablabla, weißt schon, ja. So, sondern ich denke, okay, was kostet das? Okay, so und so viel 1000, okay. Überweise ich, schick mir das Ding. Was ist dein größtes Laster? Kaugummi kauen. Das ist abartig, Mann. Ich habe jetzt wirklich vor ein paar Tagen
habe ich aufgehört, Kaugummis zu kaufen. Die letzte Dose von diesen Wrigley's Extra war leer. Da habe ich keine neuen mehr gekauft. Und jetzt seit 3 Tagen, gell, habe ich kein Kaugummi gegessen. Und es ist wirklich brutal. Also das ist aber, also dieses Verlangen, die ganze Zeit sowas im Mund zu haben, ich mache schon nur noch so, ich beiß nur so einen halben ab. Gell? Aber immer nur diesen Kaugummi da so im Mund zu haben, so ein bisschen, das rührt daher, dass ich früher immer Paranoia hatte, Mundgeruch zu haben. In der Schule und so, gell? Und seitdem mache ich das, dass ich immer irgendwie so Kaugummi, ich habe immer Kaugummi in der Hosentasche. Oh, und noch eins. Nasenspray. Ja, willkommen im Club. Da haben wir uns auch schon privat drüber unterhalten. Nasenspray muss immer da sein. Ich schwör's dir. Ich weiß noch, meine Mutter früher immer, die hat immer, bevor sie das Haus verlassen hat, hat sie gesagt, Schlüssel, Geldbeutel, Zigaretten. Und bei mir ist wirklich so, Schlüssel, Geldbeutel, Nasenspray. Okay, jetzt kann ich gehen. Gehst du noch in die Apotheke und kaufst Nasenspray oder bestellst alles online? Weil da kriegst du online. Ja jedes Mal immer die Belehrung, nicht länger als eine Woche. Mhm. Bei mir ist schon ein Jahrzehnt. Ich bestell online, das sind gleich so Gebinde. Weißt schon, so, die kommen doch eingeschweißt. So 10 Stück oder 12 Stück, ja. Das ist auf jeden Fall ein großes Laster. Glaube ich, werde es auch nicht mehr los, aber da kann man nichts machen. Das, was die Martina letztes Mal gesagt hat, mit erst ein Nasenloch und dann mehr Wasser und so, Mann, vergiss es. Ich habe ja auch gesagt, ich werde das mal angehen. Ich habe es wieder prokrastiniert und verschoben in meinem Kopf. Es ist halt einfach, so eine freie Nase ist halt ein geiles Gefühl einfach. Mhm. Schmeckt alles besser, irgendwie die Umgebung nimmt man anders wahr. Ich weiß auch nicht, wie das damals entstanden ist. Ich habe Heuschnupfen, also merkt es gerade jetzt auch wieder. Aber so im Winter, ich habe das jetzt nicht gebraucht eigentlich. Irgendwie einfach weitergemacht nach dem Sommer. Und dann war die Nase halt ohne Nasenspray zu. Und das zieht sich jetzt schon 10 Jahre bei mir bestimmt. Bei mir auch. Ja. Oder bevor ich mich auf die Liege lege bei der Physiotherapie und so. Boah, weil ich ganz weiß, schlimm. Physio, ganz schlimm. 10 Minuten Physio und danach kriege ich keine Luft mehr. Ja, du musst es dabei haben. Ja. Weil du weißt ganz genau. Die Lymphe, alles wird angeregt. Das ist ganz komisch. Du bist wie wenn dir jemand die Nase zuhält. Ja, und wenn du das nicht vorher genommen hast, dann ist die ganze Physio-Session für den Arsch. Weil du immer so machst. Ja. Aber du hast aufgehört mit Kaugummi kauen, also es ist ja jetzt nichts Schlimmes eigentlich, das kannst du ja rein theoretisch weitermachen. Ja, weil... Zu teuer. Nee, weil das ist sowas, das nervt mich an mir selber. Das ist so eine Zwangsstörung eigentlich, ja? Genau, das heißt, also warum muss ich da jetzt einen scheiß Kaugummi kauen? Also das ist sowas will ich nicht. Ja? Und wenn ich aus meinem Leben sowas entfernen kann, so Zwänge, dann mach ich das und kümmere mich drum und dann ist es weg. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie wieder Kaugummi kau, aber auf jeden Fall nicht so kettenrauchermäßig mehr. Ja. Aber erstmal muss das eliminiert werden. Was können Menschen von dir lernen? Ich glaube, das Wichtigste, was ich weitergeben möchte, ist, dass man an sich selbst glaubt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass man selbstständig ist. Und halt einfach durchzieht. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich so weitergeben möchte, ist, mach einfach. Mir schreiben auch welche so, die haben stehen so vor die, zum Beispiel letztes Mal erst. Jetzt schon 2 Leute, schon mehrere. Ja, ich bekomme wahrscheinlich eine Hüftprothese auch und ich habe, der Arzt hat gesagt, ich kann dann nie wieder trainieren und so. Haben die das, ich sehe, dass du trainierst. Haben die das zu dir nicht gesagt? Sag ich so, natürlich haben die es zu mir gesagt. Ja und?
wieso trainierst du dann? Ja, weil ich mein Leben so nicht lebe. Dass mir jemand sagt, du darfst nicht mehr trainieren oder du darfst nicht mehr das machen, was du willst, weil ich das sage, weil das theoretisch, also weil es nicht geht, obwohl es ja geht. Also es sind so diese die Leute, die unterwerfen sich ihrem Schicksal und andere sagen ihnen, du darfst nicht das machen oder du darfst nur das machen und du musst das machen. Meine Mutter, von der habe ich diese Abneigung. Die hat ganz viele auf Bayerisch immer, na, das darf man nicht und na, das sagt man nicht und na, das macht man nicht und das ist so richtig so, das darf man nicht, was sollen da die Nachbarn-Dinger und bla bla bla, immer dieses so sein Leben so zu leben, so nach Regeln, die es eigentlich nicht gibt, das ist total abstoßend. Zum Beispiel, ich wurde mal abgeholt, ich habe mir mal die Hüfte aus, die operierte Hüfte habe ich mir mal aus Versehen ausgekugelt. Mhm. In der Nacht beim Schlafen, also nicht mit Absicht, gell? Aber die war halt frisch operiert, da habe ich mich im Schlaf so blöd umgedreht irgendwie, da hat sich die Decke um mein Bein gewickelt und dann hat's mir die Hüfte rausgezogen. Also so, ich konnte nichts mehr machen dann. Die war draußen. Du kannst dann nicht gehen, du kannst gar nichts. Das tut nicht weh, du bist einfach paralysiert. Ja, dein Bein hängt halt so dran. Mhm. Dann mussten wir, es war nachts um 2, da hat die Marine, hat Notarzt angerufen, die zweiter Stock. Notarzt kann mich natürlich, zwei Frauen da, die können mich natürlich nicht die Treppe runtertragen. Ja? Dann müssten die Feuerwehr holen. Ja? Dann kommt die ganze Feuerwehrtruppe und die tragen mich in so einer Rettungsdecke, schon außen, so die Treppe runter zu 8. Und das Einzige, was meine Mutter stört daran, oder das Schlimmste daran war, ja, was denken jetzt die Nachbarn, dass da bei uns Feuerwehr kommen muss? Weißt schon? Scheißegal, was mit mir ist und so. Oh, das könnte ja irgendwie peinlich sein, dass da die Feuerwehr da war. Sowas macht man doch nicht. Da wird man ja zum Gret für Leid und sowas. Obwohl da nur alte Leute wohnen, die Nacht um 2 sowieso nichts mitkriegen. Schon? Das war das Wichtige. Und dieses Ganze, man muss so bestimmte Regeln einhalten und man muss sich diesen ganzen, dem Schicksal so unterwerfen. Das sollen die Leute von mir lernen, dass man das nicht muss. Viele machen es zwar, weil es angenehm ist, aber ich wollte das noch nie. Weil ich wollte auch noch nie, ich habe auch immer schon mein ganzes Leben gesagt, ich werde nicht Schule machen, studieren und dann in irgendeinem Job arbeiten. Das wusste ich von Anfang an, dass ich das nicht mache. Genau das mache ich. Aber es war meine Überzeugung. Ich war auch immer, na, das kostet nicht, das macht man nicht und das geht überhaupt nicht, was denkst du? So, ich mache, was ich will. Solange es niemanden anderen schadet. Ja. Was beeinflusst neben Training und Ernährung maßgeblich den Muskelaufbau? Richtig, die Regeneration. Und genau dafür wurde Somnia entwickelt. 17 sich synergistisch ergänzende Inhaltsstoffe, 30 Portionen haben wir hier pro Dose und das Ganze kostet gerade mal 29,90. Gibt es exklusiv bei uns im Shop auf gannikus-original.de. Also gönnt euch, Freunde, und gute Nacht. Hier fragt jemand, ist es okay für dich, wenn man dich in der Öffentlichkeit anspricht? Ja, absolut. Passiert ständig. War erst vor 3 Tagen oder so, da fährt einer mit seinem Auto an mir vorbei und guckt mich so an, so richtig so, gell? Da
da habe ich so meinen Verdauungsspaziergang gemacht. Guck mich so richtig so an. Und ich so, ja, okay. Ich dachte mir so, passt. Weil da war es heiß draußen, hatte ich einen Tanktop an. Und dann auf einmal kommt mir dieses Auto wieder entgegen und hält so an. Dann packt so da, ja. Und sagt so, hey, hey, kann ich mit dir ein Foto machen? Und ich so, ja, logisch, ja. Oh ja, ich habe gerade erst noch den Bildungselite-Podcast gehört und so, wo du dabei warst. Und der dachte, ja, cool, ja, dann haben wir ein Foto gemacht und alles. Ja? Aber ist absolut kein Problem, kann jeder gerne mich ansprechen. Kommt es oft vor, dass du erkannt und angesprochen wirst, auch im Alltag? Teilweise schon. Wirklich, dass so Autos anhalten auf einmal und ohne Schmarrn, ja? Und sagen, hey, du bist doch der Roman oder so. Das passiert schon öfter, lustigerweise. Und ich sag nie, ne. Ich sag immer, ja, toll und so, wie heißt du? Und dann rede ich kurz mit denen, wie lange trainierst du schon und so, dann finden die das immer cool. Ja. Und das macht auch Spaß. Ich sag's dir ganz ehrlich. Vor allem, dann denkt man, das ist auch, du musst es ja auch irgendwie zurückgeben an die Leute, die sich so verfolgen. So, ich meine, warum hört der einen Podcast an, wo ich drin bin? Mit mir. Also, weil der sich halt für mich interessiert. Das ist vielleicht ein Fan. Und jetzt stell dir mal vor, ich sag zu dem so, ah, lass mich in Ruhe. Quatsch mich nicht an. Mann, das prägt ihn für den Rest seines Lebens, dass er dann mich so angesprochen hat und denkt, ah, was ist das für ein Arschloch? Im Podcast ist er so lustig und weiß schon Albert rum. Und dann treffe ich ihn im richtigen Leben und will eigentlich nur Hallo sagen. Und dann sagt er zu mir, ich soll abhauen. Also, ja. Also ihr habt es gehört, immer ansprechen, wenn ihr jemanden seht. Ich sag dir, was bisschen komisch ist, ist, wenn jemand auf Instagram schreibt, hey, willst du dich mal mit mir treffen? Mm. Dann sage ich natürlich, nein, danke. Du kannst mich gerne wenn du mich auf der Straße siehst oder auf einem öffentlichen Event, ja, da können wir uns gerne unterhalten, so, aber ich mach mit dir kein Datum, Uhrzeit und Ort aus, wo ich mich mit dir treffe. Ja, also das ist ein Schritt zu weit. Das ist komisch, ja. Das ist so ein bisschen creepy. Ich habe das auch manchmal, dass einem Leute so schreiben muss, der Umgebung, ja, du trainierst doch dort und dort, ich komme auch aus Stuttgart, so. Und da will man eigentlich schon so schreiben, so, ja, cool, aber nein. Weil du willst schon vorwegnehmen, so, das wird nichts. Ich trainiere nicht mit dir zusammen, ich mache sowas nicht, ich habe Freunde, ich suche keine. Und wenn, dann ergibt es sich organisch und nicht so. Das ist echt manchmal so ein bisschen komisch. Aber du willst ja auch nicht böse sein. Das wäre schon wieder was anderes. Also guck, wenn jetzt zum Beispiel jemand beim Chris trainiert. Ja. Und sagt, hey Mann, wenn wir uns mal beim Chris sehen, können wir dann ein Foto machen oder so. Ja, oder wann? Das... Sowas in die Richtung. Aber wenn jemand einfach schreibt, ist es möglich, dich zu treffen? Ja. Dann denke ich mir so, okay. Ja, es gibt so Leute, die sagen, oh, ich habe einen großen Grill auf dem Balkon und solche Sachen. Da denke ich mir schon immer so, das ist irgendwie, ja, ich auch. Danke. Ja. Cool. Hier hat auch schon einer geschrieben, ja, er hat ein Boot. Und hier in der Nähe ist irgendwo so ein See anscheinend. Und er lädt die Maren und mich ein, mit ihm auf seinem Boot zu fahren und er fährt uns da rum mit dem Boot und so. Dann haben wir so, nein, sicher nicht. Ja. Weil dann ist er da und wir zwei auf seinem Boot. Ich meine, wie das komisch ist denn das? Das ist komisch, ja. Also, weißt du, was ich meine? Also, ja. Lass uns noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie ist denn die Zielsetzung für Alicante? Der Wettkampf ist ja, ich habe vorhin geguckt, gut 2 Wochen schon. Ja, ich gehe auf jeden Fall dahin, um zu gewinnen. Andere Optionen bleibt einem ja auch gar nicht mehr übrig, dieses Jahr für Mr. Olympia, um sich für den Mr. Olympia zu qualifizieren. Ich habe Alicante, ist schon fest gebucht und danach Portugal auch. Das ist 2 oder 3 Wochen später. Die sind auf jeden Fall im Plan, die mache ich beide und dann gucken wir weiter. Mhm. Aber ich fahre auf jeden Fall zu jedem Wettkampf, um da eine Mr. Olympia-Quali zu holen. Hat die Regel, dass man jetzt einen Wettkampf für die Quali gewinnen muss, irgendwas in dir geändert, irgendwas ausgelöst? Emotionen vielleicht mal? Nicht unbedingt Emotionen. Ich habe mir halt gedacht,
Letztes Jahr war es einfacher, vor allem, weil ich hatte ja schon Punkte von dem letzten Wettkampf. Stimmt, ja, der hat ja schon gezählt, stimmt. Ja, dann dachte ich mir so, ach, egal, scheiße. Ich dachte mir, ich habe schon so einen kleinen Vorsprung, gell? Aber jetzt muss ich halt gewinnen. Ändert sich auch nichts dran. Also ändert auch nichts an der Tatsache, dass ich den Wettkampf mache. Mhm. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich mich qualifiziere dieses Jahr für den Mr. Olympia. Und dieses Ziel verfolge ich halt. Und ich lasse mir nicht sagen, das darf man nicht, das kostet nicht, das macht man nicht. Weißt du schon? Nein, glaubst du? Es soll nicht so klingen, als ob meine Mutter so schlimm wäre. Ja? Weil die, ich meine, die hat mich ja großgezogen und alles. Aber das war so eine Einstellung, mit der ich nie klargekommen bin. Ja, das ist aber so typisch konservativ. Gerade du kommst auch aus Süddeutschland, ich komme aus Süddeutschland. Alles, was man so gegen die Norm macht, das ist so, das verstößt so gegen den guten Ton. Und genau. Was sollen wir denn jetzt den Nachbarn sagen, was du jetzt machst? Du machst jetzt hier Podcasts. Was bist du denn? So nach dem Motto, was machst du da genau? Das ist jetzt kein Beruf, Podcast machen. Da sag ich so, scheißegal, was sage ich immer zu den Leuten. Ist doch kackegal, ob das jetzt ein... Was macht es im Leben der anderen Leute besser, wenn ich eine Berufsbezeichnung für mich habe? So scheiße. Ja, genau. Stimmt. Also so sind halt zum Beispiel in Berlin wäre es scheißegal. Ja, denk ich mal. Da ist froh, wenn du überhaupt einen Job hast, sind sie dort. Ja, genau. Da ist die einzige Frage, was verdienst du bei der Sache? Ja. Du kommst gut über die Runden, kannst dir alles kaufen. Das ist doch gut. Ja. Glaubst du, die ändern das nochmal mit diesen Wettkampfqualifikationsregularien? Das switcht ja auch so ein bisschen hin und her, aber so ohne Punkte war es schon lange nicht mehr. Es wurde ja, früher war es ja total einfach im Vergleich zu heute. Da haben sich ja, also die Top 2 in den 90ern, gell? Die Top 10 waren sowieso qualifiziert und dann bei allen anderen Wettkämpfen die Top 3 mal reinziehen. Also da machst du beim Ungarn-Wettkampf mit, Dritter, gehst zum Mr. Olympia. Schon? Und da nix Punkte sammeln. So, du wirst einmal irgendwo Dritter, bist dabei. Ja. Und jetzt ist es halt so, und dann war es mal, war es mal eine Zeit lang, dass man gewinnen musste. Ich weiß auch nicht. Also mit den Punkten ist schon relativ lange auf jeden Fall. Ich glaube, das mit den Punkten haben sie eingeführt so in 2011 oder 12. Ja. Ja. Und so war es jetzt ganz, war eigentlich okay. Und das Komische ist ja, da fallen ja nur 3 weg. Das haben sich ja nur eben. Die ersten. Das sind ja, ja nur 3 das weniger. Ist so eine Verschlimmbesserung. Aber das ist so wieder so typisch, diese Gremien, das ist ja auch im Fußball, im Basketball so, man muss immer sich irgendwas Neues ausdenken. Weil wenn man alles so lässt, wie es ist, macht man sich ja selbst unnötig. Braucht man ja die Menschen nicht. Weißt du, wie ich es gemacht hätte? Ich hätte gesagt, am Anfang des Jahres, egal wer du bist, haben alle 0 Punkte. Alle. Und am Ende des Jahres sind die qualifiziert, die 10 oder 15 oder wie man halt will, ja, die meisten Punkte haben. Und für einen Sieg kriegst du halt so und so viele Punkte und für Plätze kriegst du halt so und so viele Punkte. Und niemand ist qualifiziert. Auch nicht Top 5. Niemand ist qualifiziert. Muss jeder kämpfen. Wie bei Formel 1. Alle kommen mit 0. Ja? Und dann muss jeder mitmachen. Und die am Ende die meisten Punkte haben, die sind beim Mr. Olympia dabei. Das wäre, weißt du, wie spannend das wäre? Ja, was dann, du würdest auch jeden Wettkampf gucken. Es ergibt sich ja immer ein neues Szenario auch wieder nach jedem Wettkampf. Ja, weißt du, was das für eine Schlacht wäre das ganze Jahr? Wie es immer nur, oh ja, jetzt hat der so viele Punkte und steigt auf in die Top 10, fällt eins runter. Und wenn der bei dem Wettkampf Dritter wird, dann muss er unbedingt mindestens Fünfter werden. Und das wäre ein einziges... Also da könnte man ein Wettbüro dafür damit aufmachen. Also weißt du, was ich meine?
Ja. Ja. Also so wär's, so fände ich es richtig cool. Niemand ist qualifiziert, alle haben 0 Punkte. Am Ende des Jahres kommen die Top 10 oder Top 15. Ja, und du limitierst es auch endlich mal, weil das war schon jetzt die letzten 2 Jahre, muss man sagen, ein Krampf teilweise. Ich meine, dieses Jahr wird es ja genauso wie letztes Jahr, -3. Ja, genau, das habe ich auch schon gesagt. Das ist, hat überhaupt gar keine Wirkung, diese Regeländerung. Und wir sitzen wieder dann, also ich sitze dann wieder gefühlt 8 Stunden nachts vorm Stream, bis dann die ganzen Bikini-Mädels und Mensphysik-Kerle mal durchgelaufen sind. Das ist ja, das kannst du ja keinem antun. Das ist auch nicht mehr Top of the Tops. Das ist behindert. So wäre es am besten, also so wäre es erstmal am spannendsten, auch für die Fans und am elitärsten für die Teilnehmer. Ja. Gibt es schon außer Spanien und Portugal weitere Pläne, zumindest so ungefähr, weil es ist ja auch viel in Amerika noch. Also ich meine Orlando, Chicago, Tampa, Texas, alles noch vor Olympia. Boah, ich sage jetzt nichts. Weil dann kommt wieder, wenn ich dann nicht mitmache, dann regen sie wieder alle auf. Ja, aber du bist ja USA-Fan, ich ja auch. Du gehst ja gern dorthin. Also dir macht das ja auch Spaß, so diese amerikanische Kultur. Wäre jetzt gelogen, wenn du sagen würdest, hättest du nicht Bock drauf, wenn sie es ergibt, oder? Ja, aber ich will auch, ich habe auch keinen Bock drauf, dass ich wieder zerrissen werde. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ah, der Roman hat gesagt, er macht das und dann macht er gar nicht. Und erstmal waren es, ich habe erstmal gesagt, ich könnte 8 machen. Am Ende waren es dann, er hat gesagt, er macht 11. So viele waren nicht mal auf Plan. Ja. Ja. Viele gab es überhaupt nicht. Ja. Und deswegen sage ich jetzt einfach, ich mache auf jeden Fall die 2 und dann gucken wir mal weiter. Ja, und wenn du gewinnst, brauchst du eh nicht mehr. Also würdest du dann überhaupt noch in Erwägung ziehen zu starten, wenn du die Quali hättest? Doch schon, kommt drauf an. Okay. Also nur mal schauen, es ist so ein bisschen halt, wie es läuft. Mhm. Weil ich sag dir ganz ehrlich, so ein Wettkampf ist jetzt nicht das, der Wettkampf an sich ist, wie gesagt, das, was mir so am wenigsten Spaß macht von dem ganzen Bodybuilding-Ding. Aber wenn man halt in Form ist, dann ist es ziemlich einfach, sich da hinzustellen. Weißt schon, also es ist eigentlich kein Hexenwerk, sich da zu präsentieren und gut auszusehen. Mhm. Wenn man nicht versucht, irgendwelche Hasen aus dem Hut zu zaubern. Interessierst du dich für Wettkämpfe, wenn du nicht selbst teilnimmst? Ehrlich gesagt nicht. Ich gucke halt, wer gewonnen hat. So am nächsten Tag interessiert mich schon. Ja, okay, der hat gewonnen. Aber es ist nicht so, dass ich mir einen Livestream kaufen würde oder so. Oder extra wach bleibe. Kann ich mir ja nicht leisten, weil geht mein Plan durcheinander. Ja. Ja. Womit beschäftigst du dich dann außerhalb von Essen, außerhalb von Training und außerhalb von deiner Frau? Bleibt da noch Zeit übrig überhaupt? Ja, ich wenn ich was YouTube mache, dann schneide ich da halt unser Dings, dann machen wir unseren Podcast. Ab und zu lese ich ein bisschen, eher, muss ich aber gestehen, eher weniger. Dann schaue ich mir Netflix an und schlaf. schlafen so viel wie möglich. Ja. Was hast du als letztes auf Netflix geguckt? Also, ich sag dir was, komischerweise, wo ich da im Krankenhaus war, gell? Mhm. Das war ja so ein richtiges, so ein Horrorerlebnis für mich. Da hatte ich richtig so ein bisschen so posttraumatisches Stresssyndrom. Also denke ich mir, da war ich richtig, da hatte ich so Albträume von diesen Piepsen von den Geräten auf der Intensivstation und ich bin oft so aufgewacht und dachte, ich bin wieder da, gell? Und dann konnte ich dann keine Krankenhaussendungen anschauen. Oder wenn irgendwas mit Krankenhaus war, konnte ich es nicht anschauen. Und dann dachte ich mir, fuck, das muss weg. Dann habe ich angefangen so Krankenhausserien, so mich zu zwingen, das anzuschauen. So die erste. Und irgendwie finde ich jetzt so dieses Genre, also diese leichte Unterhaltung von diesen Serien, das gucke ich mir so an. So zum Beispiel es
gibt so eine Serie, die heißt 911. Mhm. Da geht's um sowas. Dann gibt's, gerade schaue ich an, das heißt The Resident. Da geht's um so einen, okay, Arzt. Ist auf Disney Plus. Ich habe mal Grey's Anatomy angeschaut, aber es war mir dann zu Weiberkram-mäßig. Dr. House soll gut sein in der Richtung, habe ich gehört. Ah, genau, das habe ich noch gar nicht angeschaut. Das ist gut. Das soll gut sein, ich habe es auch nie gehört, aber da lernt man anscheinend unfassbar viel Medizinisches, hat mir jemand gesagt, der da auch so ein bisschen, oh, das muss super interessant sein. Und der Typ ist auch noch so ein Zyniker. Ja, genau, der hat so einen ganz, ganz, ganz ausgefallenen Charakter. Das schaue ich mir an, hey, als nächstes. Gute Idee. Aber wie gesagt, ich mag so, wenn ich mir auf Netflix was anschaue, dann will ich nicht, dass das so einschneidend emotional irgendwas ist, sondern dass es halt einfach nur so, und wenn ich mal was nicht, dass es einfach so nebenher läuft, ohne Hirn, und wenn ich mal was nicht richtig mitbekomme, dann ist es auch nicht so schlimm. Schon. So, das ist so meine Abendunterhaltung. Aber ja, ihr schaut nicht zusammen, habe ich gehört. Oder nicht zwingend. Wir haben schon mal Sachen zusammen angeschaut. Aber das ist immer so, wir haben da nicht so richtig Bock drauf. Das ist nicht unser Ding. Ja. Weil dann ist es wieder so gezwungen. Ja. Du musst schauen. Ich kann nicht weiter schauen, wenn du nicht schaust. Und so. Das wird schon, jeder macht immer nervig. Ja, genau. Vor allem, wenn du mal angefangen hast, dann schläft der eine ein, dann schläft der andere ein, dann guckst du irgendwie zwei Wochen gar nicht weiter, weil das ist schon nervig, ja. Ich weiß, was du meinst. Wenn wir was anschauen zusammen, dann gehen wir halt ins Kino. Ja. Oder wir gucken, sagen heute, okay, heute gucken wir den und den Film an. Gucken wir den Film an. Fertig. Ja. So, die eine halt die 90 Minuten, die können wir uns dann halt, könnt euch arrangieren zusammen. Ja. Ah, weißt du, welcher Film ganz schlimm war? John Wick. Boah, der letzte Teil habe ich ausgemacht. Es war richtig mühselig, die haben ja bloß rumgeballert. Das war für mich richtig nervtötend, war der für mich, der Film. Nervtötend. Ja, 90 Minuten. Der war noch gut bewertet. 90 Minuten lang wäre es gegangen. Aber der dauert ja drei Stunden. Der geht ja ewig, ja. Das war unfassbar. Und der war gut bewertet. Und ich habe noch zu meiner Freundin gesagt, weil du warst ja auf der Premiere mit dem Urs zusammen. Mhm. Und du hast gesagt, der Film war nix. Und ich dachte mir nur so, was redet der Roman? Der ist auf IMDb 8,4 oder sowas. Der muss geil sein. Und ich gehe rein in den Film und denke mir so, eine Stunde war ich, ja, cool. Und ich wusste nicht, wie lange der geht. Und irgendwann, ich war hysterisch von diesem Lärm die ganze Zeit irgendwann. Du hast ausgeschaltet, gell? Ja, okay. Wir sind gegangen dann irgendwann, weil ich gesagt habe, okay, das ist ja unglaublich. Also das hat ja gar nicht mehr aufgehört. Am Schluss, die schlimmste Szene ist, da gibt es so eine Treppe, da geht es so eine Treppe hoch. Jetzt spoilerst du alle Leute. Ja, ist egal. Da findet Hand dann das. Der letzte Showdown findet da oben auf der Treppe statt, hinter der Treppe. Mhm. Ja. Und die Treppe hat halt, was weiß ich, 350 Stufen oder so. Und dann kämpft er sich darauf, weißt du. Ich ahne, ja. Schlachtet die Leute ab, bam, 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 die ganze Zeit nur bam, bam, bam. Und dann ist er fast oben, fällt wieder runter, fällt die ganze Treppe runter. Mhm. Ist wieder unten. Dann geht's von vorne los, bam, 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 wieder die Treppe rauf, bam, 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 bam. Und du denkst nur so, haben wir's jetzt bald, bitte, okay, bitte geht's, ja. Und dann fällt er wieder die Treppe runter, zum dritten Mal. Und dann geht's wieder los von vorne. Und wieder, dann denkst du so jetzt, oh, kann der jetzt mal bitte die Treppe hochgehen? Und jedes Mal dauert es 10 Minuten, bis er die ganzen Killer da tötet, ja. Und dann denkst du auch irgendwann so, wo sind eigentlich die ganzen Leichen? Ja. Der ist ja jetzt schon dreimal da hoch. Da müssten ja links und rechts schon so diese, so, die müssen ja irgendwo liegen. Die sind alle immer weg. Ja. Aber also wirklich so, da denkst du, also der Film am Schluss, der hat wirklich genervt. Ja, ist nervig gewesen. Also ich glaube, die letzte Erinnerung, die ich habe, war, als die zwei Asiaten sich da vor dem Hotel, die Älteren, der eine war blind. Der eine war blind und der andere war irgendwie der Chef von diesem einen Hotel da. Mhm. Und das hat sich auch so lang gezogen, bis der dann den endlich mal hops genommen hat.
Das ja, war der schon Asiate so. Hat da, der Asiate hat da beim Treppenhochkämpfen geholfen. Okay. Aber wirklich, dachte ich mir so, oh Mann. Ja, ja, war schlimm. Also war eine gute Trilogie, aber der vierte war nix. Ja, also der vierte, also hätten die ihn auf 90 Minuten gemacht? Lieber noch einen, weil es war eine gute, wäre auch ein guter Vierter gewesen, wenn man den begrenzt hätte. Ja, 90, also man hätte die ganze Sache auch in 90 Minuten erzählen können. Ja, einfach weniger dann, Tote, weniger Gefecht. Man muss dann nicht 3 Stunden die Treppe hochgehen. Also wirklich 3-mal. So, also. Ja, war heftig. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Die habe ich so auch noch nie gestellt, aber mich würde interessieren, auch im Hinblick auf den Beginn, welche Frage du dir selbst stellen würdest, wenn du in der Position des Interviewers wärst. Wir hatten es ja gerade am Anfang mit den nervigen Fragen, die man nicht mehr hören kann, aber in welchem Bezug sagst du denn, könnten die Menschen noch mehr Interessantes über dich erfahren, was vielleicht auch nicht so offensichtlich ist? Ich kenne das auch immer, wenn die Leute einen anquatschen und einen dann nach den Makros fragen oder sowas. Da denke ich mir auch immer, mein Gott, frag doch irgendwas Besseres, aber nicht das. Verstehe die Frage. Also erstmal grundsätzlich, ich bin ja für alle Fragen offen. Also wir, die Marina auch im Podcast, auch wenn die Leute private Sachen fragen. Da waren auch schon ziemlich private Sachen und interessante Fragen dabei. Aber was ich mich persönlich jetzt fragen würde, mir fällt ehrlich gesagt leider nichts ein. Was war denn die coolste Frage, die dir im Kopf geblieben ist, die du je bekommen hast oder die ihr je bekommen habt? Ihr macht ja auch manchmal so Sachen wie, wir verlosen das und das an das Coolste, was der und der gepostet hat. Oder wir suchen einen Namen für einen Podcast. Was ist denn so im Kopf geblieben, wo du sagst, boah, da hat sich echt jemand kurz Gedanken gemacht und das ist hängen geblieben, diese Frage. Interessante Fragen, die so ein bisschen mehr aus der Materie kommen und meine Erfahrung ergründen. Wo du merkst, meinst du, dass so jemand sich auch wirklich damit beschäftigt hat? Der hat erstmal gegoogelt, hat gesagt, der Harnstoffzyklus habe ich verstanden, Zitratzyklus habe ich auch verstanden. Jetzt würde ich aber von dir gerne wissen, so im Detail. Die kommen immer vom Justin. Von Justin Musiol. Musiol, ja. Okay. Da haben wir auch schon mal ein paar Videos drüber gemacht. Der will immer so Sachen wissen, so, was hast du denn falsch gemacht? Was würdest du anders machen? Wie machst du, also so, der stellt so Fragen, die auch wirklich anwendbar sind. Und nicht einfach nur, wie du sagst, ja, der hat nämlich verstanden, dass Makros und sowas, dass das immer eine Antwort ist, ja, kommt drauf an. Ja, ist individuell, unfassbar individuell. Genau. Also, wenn die Leute verstehen, dass so Sachen wie, dass in Bodybuilding, vor allem mit Bodybuilding, so gut wie alles individuell ist. Wie gesagt, Trainingsvolumen, Übungsauswahl, Makronährstoffe, Pausenzeiten zwischen den Sätzen und Frequenz der Trainingseinheiten. Das ist alles, und Trainingssplit, das ist alles individuell. Und der Justin, der versteht es. Und wenn die Leute verstehen würden, dass man Fragen stellt, die in so gewissen Szenarien stattfinden. Was würdest du machen, wenn? Oder was könntest du dir vorstellen, anders zu machen? Oder was ist dein Rat für mich? Oder was wäre ein Rat an dich von früher? Solche Sachen. Und dann natürlich privat ist mir absolut egal. Die Leute haben schon, die fanden es total abartig, dass wir nicht zusammen essen immer so. Weißt schon so, dass wir nicht abends so ein Abendessen haben oder dass wir nicht im selben Bett schlafen. Das fanden die absolut unvorstellbar, wie man sowas machen kann, teilweise. Also meine Eltern hatten getrennte Betten, beide haben gesagt, war die beste Entscheidung, die sie jemals getroffen haben.
Und was Essen angeht, ihr esst ja zusammen, aber ihr esst halt was anderes, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist bei uns genauso. Und jedem schmeckt es und man kann trotzdem dieses Social Happening haben und zusammen essen. Vor allem, wir essen auch nicht 7-mal am Tag zusammen. Ja, weißt du, weil wenn ich 7-mal esse und sie isst nur 3 oder so, dann kann ich ja nicht immer sagen, jetzt setz dich hin zu mir und guck mich blöd an. So ungefähr, ja. Ja. Vor allem bei ihr, sie muss manchmal zur Arbeit und manchmal hat sie Homeoffice, manchmal ist die überhaupt nicht da, wenn ich esse. Und ihre Essenszeiten unterscheiden sich auch enorm. Wegen der Arbeit halt und so. Und bei mir ist halt immer so plus minus 30 Minuten ist dasselbe. Ja? Und solche Sachen. So. Aber wenn jemand eine Frage hat, egal was es ist, egal ob es um Beziehungsprobleme geht oder um Sex oder um Ernährung und Zusammenleben, da beantworten wir alles. Absolut. Ja. Und auch ehrlich. Mhm. Ja. Ich weiß, welche Fragen mich aufregen. Ist mir gerade eingefallen. War nämlich gerade erst. Sagt einer, ich poste halt so meinen ganzen Tag, was ich esse. Jede Mahlzeit. Und dann poste ich halt Reiskekse. Reiswaffeln. Dann sagt er, warum isst du keinen normalen Reis? Und dann, weil ich mag Reiswaffeln. Und ich glaube, in der nächsten Mahlzeit war dann sogar Reis. Oder in der Mahlzeit davor. Mhm. Und dann sage ich so, ja, weil ich Reiswaffeln mag. Aber sind die dir nach dem Training nicht zu trocken? Offensichtlich nicht. Was soll ich jetzt antworten? Soll ich jetzt sagen, ja, du hast mich erwischt. Ich habe nur das Foto gemacht und sie danach weggeschmissen und richtigen Reis gegessen. Also wirklich, was soll ich jetzt sagen? Da gibt's doch, da gibt's doch keine Antwort dafür. Ja. Ja, du kannst auch theoretisch, du kannst halt alles essen, aber halt jetzt ist meine Wahl auf Reiswaffeln gefallen. Und es ist halt so. Und du kannst fragen, warum nicht Kartoffeln? Und warum nicht bla bla oder Haferflocken? Ja. Das ist halt die persönliche Präferenz eines jeden Einzelnen und jeder soll ja auch essen, was ihm schmeckt. Also ich esse ganz viele Sachen auch nicht, die meine Freundin mag. Ich finde es teilweise auch komisch, was sie isst. Aber ganz ehrlich, es beeinflusst trotzdem, obwohl wir zusammenleben, mein eigenes Leben sehr wenig. Ja. Oder, ich weiß nur, einer postet letztes Mal, Justin Harris, ist auch so ein Coach hier. Mhm. Und der sagt, es ist nicht so schlimm, wenn man halt mal vorm Training eine Schüssel Kellogg's mit Whey-Protein isst oder so halt als Pre-Workout, gell? Schreibt da runter. Und was ist so falsch an Reis? Dann sagt, niemand hat gesagt, dass Reis falsch ist. Ja. Was ist das für eine Frage? Er hat gesagt, man kann auch mal vorm Training Kellogg's mit Whey-Protein essen. Und was ist so falsch an Reis? Ja, die Leute gehen auf die Suche, um sich empören zu können über Aussagen von anderen. Das ist immer, finde ich, ganz, ganz schwierig. Und ich glaube auch, die wollen das absichtlich falsch verstehen. Also es gibt ja Leute, die gehen wirklich mit dem Gedanken dahin. Ich höre mir das jetzt zwar an, ich sehe es ja auch immer in den Kommentaren, ich höre aber nicht richtig hin. Und stell dann eine Frage oder schreib dann einen Kommentar. Ja, aber du hast das und das, das stimmt doch nicht. Das hat kein Mensch gesagt, was du da kommentierst. Wo wir kein gesagt Mensch. Haben, wir schlafen nicht im selben Bett. Boah, du glaubst gar nicht, was da für Kommentare. Oh, was seid ihr für Menschen und wie kann das sein? Und ich könnte niemals ohne meine Frau und ich könnte niemals ohne meinen Mann einschlafen und so. Denke ich mir, ja, okay, du. Ja. Okay. Die Frage war aber nicht an dich. Die Frage war an uns. Ja. Okay? Und ihr wollt wir haben ehrlich beantwortet. Ja. Und so, ja, wie kann man so sein? Und eure Beziehung ist ja scheiße und lauter so Zeug. Denke ich mir, okay. Ja. Kann ich nichts machen. Ja. Ich habe alle Fragen gestellt. Ich bin alle Fragen losgeworden für heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir müssen das wieder machen. Ja, ey. Ich hätte es die letzten 2 Jahre super gerne wieder gemacht. Es gab so den ein oder anderen Stolperstein.
ja, um nicht näher ins Detail gehen zu wollen. Ich müsste mal deine Frau einladen, weil die war ja bei der Angie zu Gast. Ich glaube, die kann, ja, kann so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Ich lasse das mal setzen. Ich habe ja auch viele Termine jetzt schon gemacht, aber so, wenn ein bisschen Distanz reingekommen ist, ist vielleicht auch nochmal interessant, das nochmal dann einfach mit so ein bisschen Entfernung von ihr zu beobachten oder Revue passieren zu lassen, ob sie das genauso sagt wie bei der Angie neulich. Ja, bestimmt. Also ich glaube, die hat auch Bock drauf. Ja, können wir gerne machen. Möchtest du zum Abschluss noch ein paar Worte an die Community richten? Na, also erstmal danke fürs Zuschauen, für alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Wie lange haben wir eigentlich? 2 Stunden 8 mal wieder. Gut. Also für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, danke euch. Dann, ich bin jetzt 1 Monat bei Big Zone und ich habe wirklich tolles Feedback von allen bekommen, was so also einfach nur Nachrichten waren oder Kommentare unter den Videos, dass sie sich mit mir freuen, dass ich jetzt so einen tollen Sponsor habe und so. Da wollte ich mich auf jeden Fall bedanken, weil das bedeutet mir wirklich viel. Die Leute wollten dich wieder sehen. Das, du warst halt einfach nicht präsent, außer auf deinem Kanal. Ja. Und es ist ja trotzdem auch mal schön, die Leute so außerhalb ihres Kanals zu sehen, weil dann kommt ja auch so Input von anderen Menschen, die Teilnehmer an den Videos, andere Ideen rein. Das ist ja jetzt im Podcast auch so. Und das haben die Leute, glaube ich, schon so ein Stück weit vermisst. Also es hat mir echt viel bedeutet, die ganze Unterstützung. Und wie gesagt, ich bin jetzt 1 Monat bei denen. Und es ist halt überwältigend, dass die Leute das so mit mir miterleben und sich freuen. Das finde ich cool. Das bedeutet mir auch viel. Da bin ich echt so, okay, Mann, das bestätigt so die Mission, in der ich unterwegs bin. Dann natürlich danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne, immer wieder. Ja, natürlich, machen wir sowieso wieder. Und ansonsten, bleibt dran. Die Wettkämpfe, die beiden stehen auf jeden Fall an, die sind fest, da wird nichts abgesagt. Alle meine Sachen sind auch echt und ich werde mein Bestes geben, um da endlich meine Olympia-Qualifikation zu manifestieren. Mhm. Dann sehen wir weiter. An der Stelle nochmal vielen Dank auch für deine Zeit, Roman. Bestes Gelingen für die bevorstehenden Wettkämpfe, wie auch immer du das noch gestalten wirst, wie oft du starten willst und was du noch so vorhaben solltest. Ich wünsche dir maximalen Erfolg. Danke, danke. Und in diesem Sinne war es das auch schon wieder mit einer weiteren Episode des Canicus Podcasts. Macht's gut, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.